2 unserer Solo-Janu-Testreihe. Ja. Ich hatte ja jetzt diese Nacht mal oben das Fenster des 3 komplett zugemacht und hier mal ein bisschen weiter aufgemacht. Nur ein bisschen, wirklich. Ja, nicht viel, aber um genau das Gleiche, da hatte ich drauf geachtet, um genau die gleiche Fläche, wie oben das Dreieck gewesen ist. Kein Unterschied. Ne? Ich habe, oh, hier hängt eine Daune. Jetzt guck mal, jetzt bin ich ein Wolldaunenschwein. Ja, also kein Unterschied. Es ist, die Bodenwanne ist trotzdem feucht. Ja, ordentlich. Gut, jetzt, ja. Und wenn ich jetzt länger erzähle, deswegen wollen wir das so schnell möglichst einbremsen hier, dann wird es nämlich noch nasser werden, die Wände. Außerdem haben wir es schon 10.20 Uhr. Ja. Ich muss wirklich aufstehen. Ich bin schon seit einer Stunde wach. Also schon, ja, aber bedenkt gut, um 2 Uhr erst ins Bett irgendwann war es ja, beziehungsweise eingeschlafen, denn dieser Instagram-Kram hat ewig lange aufgehalten. Oh, ey, das hat ja, das glaubst du gar nicht, wie lange das dauert mit dem, ah gut, war nicht rumgehauen. Und dann richtig geil, gucke ich gleich mal aufs Telefon, ja, aber es interessiert mich ja natürlich auch, ob jemand das für sinnvoll erachtet, was ich da mache, ja, und jetzt kriegst du, es ist immer das Gleiche, ja, mit, was soll ich dazu sagen? Ich hatte es schon gesagt, aber ich muss jetzt hier nochmal loswerden, ja, mit Kritik können Leute grundsätzlich nicht umgehen. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Wenn ich jetzt, wie beispielsweise habe ich hier, ich verallgemeinere, sonst fühlt sich noch jemand hier persönlich angegriffen und macht bei mir auch Besuche, weil die Leute sind ja teilweise verrückt drauf. Ja, aber dann mal ganz allgemein gesagt. Wenn ich was veröffentliche, um Leuten zu zeigen, um Leute zu darauf hinzuweisen, dass sie so etwas nicht machen sollten oder aber, dass sie von anderen Produkten lieber Abstand nehmen sollten, damit sie sich den Ärger ersparen. Das heißt, in beiden Situationen, ja, also wenn man jetzt diese beiden nimmt, bin ich der Meinung, gebe ich ihnen einen hilfreichen Tipp. Ja, das ist nett gemeint von mir. Einige werden das sicherlich auch so verstehen und tun es auch, das sehe ich ja auch. Aber andere wiederum legen das so aus wie: Du Volldeppe, bist einfach zu bescheuert, dass du auf diesen Mist reinfällst, was Produkte angeht. Obwohl ich aber schon mehrfach, die kennen natürlich meine Reviews auf der Webseite offensichtlich kein bisschen, beschäftigen sich auch nicht mit meinem Account oder so, sondern das ist nur oberflächlich. Und ziehen gleich ihre eigenen Produkte, die sie nutzen, stellen sie gleich als viel besser hin. Wisst ihr? Machen also praktisch Werbung für etwas, was aber, und jetzt ist der Punkt daran, im Endeffekt nicht besser ist als das, was ich auch schon als schlecht gestellt habe oder als, sagen wir es mal so, mangelhaft. Wisst ihr? Also da muss man auch sagen, für solche Leute machen Rezensionen gar keinen Sinn. Mach's einfach nicht. Die können damit nichts anfangen. Beziehungsweise sie sind, wie schon gesagt, sie sind nicht kritikfähig, sondern loben das, was sie selbst haben und stempeln einen, der Fehler erkennt und Fehler öffentlich zugibt. Ja, also zum Beispiel zu sagen, ich habe ein Produkt gekauft, das hat rausgestellt, ich hatte den und den Mangel. Das stellt der dich erstmal hin als, ah, du Volldepp, wie konntest du denn nur? Er selbst macht natürlich alles richtig. In seinem ganzen Leben hat er noch nie ein fehlerhaftes Produkt gekauft. Und das ist ja der Punkt daran, alle seine gekauften Produkte sind perfekt. Würde ich aber über die Rezension schreiben, sehe sie ja, ich gucke sie mir an, ich sehe mir die Links, was sie mir denn, ne? Es ist kein Deut besser. Ganz im Gegenteil, ist eigentlich noch viel schlimmer. Aber sie loben denn Vorteile heraus, die eigentlich gar keine sind. Nur um sich selbst zu bestätigen, dass sie tollen Scheiß gekauft haben. Versteht ihr? Es ist so... Oh nee. Und deswegen kann man natürlich auch verstehen, warum all die Hersteller mit ihren gefakten Rezensionen und all ihren Werbelügen auch durchkommen. Weil der Mensch, ich hatte es erwähnt, ja, praktisch nicht fähig ist, also nicht alle, nicht falsch verstehen. Aber viele Menschen sind nicht fähig einzusehen, das zuzugeben, dass etwas, was sie selbst gekauft haben, nicht gut ist. Und aber im gleichen Atemzug auch einzusehen, dass etwas, was jemand anders gekauft hat, möglicherweise besser sein könnte. Sind sie nicht fähig? Was soll man dazu sagen, ja? Gut, aber das ist es immer wieder interessant, ja, aber ich werde mir abgewöhnen, grundsätzlich in Zukunft auf so etwas überhaupt noch zu antworten. Es ist sinnfrei, ja. Eigentlich, wenn man es genau nehmen würde, darüber hatte ich ein Video auch geplant, ja, in puncto YouTube, müsste man solche Kommentare eigentlich löschen.
weil es Bullshit ist. Aber wir sind ja bei der Meinungsfreiheit und jeder darf ja gern veröffentlichen, was er möchte. Ist ja völlig korrekt. Wenn, denn wenn wir alle nur veröffentlichen, was, was richtig ist, ja, dann, oder was, was vermeintlich den Tatsachen entspricht, sagen wir es mal so, wäre die Welt ja auch ziemlich langweilig, ja. So ein bisschen Lüge und Schwachsinn muss man ja mal da drunter mehlen, damit die Suppe ein bisschen salziger wird, ne? Gut, alles klar. Sind wir das wieder durch? Und der arme Ila wird schon warten im Auto, der wird schon warten. Und ich weiß jetzt, wie unser Schlitz, der Same heißt. Paulus. Vermuten wir mal ganz stark, dass das Paulus ist. Nicht der Opa, weil Opa kann kein Englisch, denn er hat mir eine Nachricht geschrieben. Da hat sie es rentiert mit der Visitenkarte. Also für ihn war es zumindest gut, ja. Wir müssen auf dem Rückweg nach dem Seiterware-Kraftwerk auf ein Rücklicht achten. Vom Quad. Ihm ist eins abgefallen. Er hat gefragt, ob ich eins gefunden habe. Da werden wir natürlich Ausschau halten. Das dürfte ja mitten auf dem Weg liegen, ja, wenn nicht ein anderer schon drüber gefahren ist. Ja, ich habe ihm gesagt, dass wir erst nach Mittag verlassen werden, was er jetzt schon so, aber ich gucke in jedem Fall und dann lassen wir es ihm. Das wäre natürlich geil. Das wäre richtig geil, wenn ich das Rücklicht finde, weil dann wüsste ich, wo die beiden wohnen. Ja, oder nein, das ist ja auch Quatsch. Ich würde es ihn wahrscheinlich irgendwo hinlegen. Ja, das macht ja auch keinen Sinn, da jetzt hinzufahren. Aber da ich ja sowieso nach Mückmuck fahre, das heißt den heute entgegen, ja, wäre das ja nochmal eine Möglichkeit irgendwie, ja. Na gut, alles klar. Werde ich jetzt mich fix anziehen und dann den armen Eli aus seinem Kerker da befreien, ne? Auf dahin. Jo. Wir haben's. Ja, wir haben es eigentlich. Oh! 12:45 Uhr. 12.45 Uhr, 12:45, und bin jetzt fertig, ja, seht ihr, Platz ist geräumt, ich zeig's euch nochmal, wenn wir zurückkommen, alles sauber, wie immer, ja, und ich gehe jetzt nochmal runter zum Fluss, weil ich nochmal Aufnahme machen will, ja, denn letztes Mal war es schon ein bisschen dunkel, das ist jetzt nicht schlecht unbedingt, ja, aber ich habe auch gern mal einen Vergleich zum Hellen. Machen wir das Ganze jetzt also nochmal bei Tageslicht, auch wenn es bewölkt ist. Ja? Aber es ist gar nicht so kalt, muss ich sagen, es geht. Ja? 5 Grad vielleicht. War entsetzt. Ihr musstet meine dicke Wulpau-Unterhose wieder ausziehen. Und oh, ich habe mich überwunden. Meine einzige neue, zweite Bergungs-Fährrib-Unterhose. Wisst ihr, von der letzten Tour, die ich noch original verpackt, ja. Jetzt muss ich es anziehen. Es ging ja nicht anders. Ich habe ja nur die eine. Ja? Und die ist fertig. In die 400er Wulpau aus der Macke gekriegt. Ja. Ist nur für Minus, weiß ich. Ich hatte gedacht, ich kann sie ertragen, aber konnte ich nicht. Ja, also sind wir jetzt mit einem Satz Wäsche gebraucht unterwegs. Ja. Ein paar Strümpfe, die Unterhose lange, eine Boxershort und das lange Unterhemd. Ja. Ansonsten Pulloverhose bleibt, aber unten darunter bin ich frisch. Ja? Und mir hat jetzt gerade eben nochmal Paulus geschrieben, dass das sein Schlüssel ist, der da liegt. Und ich möge ihm den bitte vorbeibringen. Also, da bin ich doch nett, oder? Ja, ich hoffe, er liegt noch da übrigens. Oh, ist offensichtlich runtergeweht worden. Ja, wie kommt der? Wie der Handschuh, ja? Mein Handschuh da immer da unten? Ja, gleich. Und, genau, der hat mir eine Wegbeschreibung, also eine Wegbeschreibung nicht, der hat mir einen Ort gegeben, wo er gerade sich befindet. Ich habe ihm gesagt, dass ich in einer halben Stunde losfahre. Da meinte er, ich würde ihn dann da irgendwo rechts am Waldrand sitzen sehen. Also sie, hat er gesagt. Wäre natürlich toll, wenn ich seinen Bruder denn nochmal, ja, will ich mich auch nochmal bedanken und ihm nochmal erzählen, dass ich die halbe Nacht mit seinem Geweih verbracht habe, ja. So, Schlüssel habe ich hier eine Tasche, klar, darf nicht rausfallen, wichtig. Und das, ach, sieht gerade, alles gut, ja. Dann mache ich jetzt nochmal eine Aufnahme hier, die obligatorischen 20 Minuten. Ich habe Eli nochmal richtig eingecremt, ja. Oder nee, warte, ich baue erstmal auf. Sieht gleich
gleich viel professioneller aus, ne? Wiegt natürlich auch ein bisschen mehr als die Ausrüstung von gestern Abend, ja. Gut, ich hoffe, dass das was wird. Ich hoffe, dass der Akku leer reicht. Aber meine Nikon-Akkus, da muss ich immer sagen, die wir jetzt schon so viele Jahrzehnte, kann ich schon fast sagen, Tatsache. Ja, bin ich immer noch zufrieden mit. Ja. Bin mal gespannt, was das wird. Ja, also ich habe mich um Eli gekümmert, natürlich. Was ist das für ein Schild? Ach so, Angeln verboten. Ja. Gut. Ah, ist ja eigentlich auch logisch, das ist ein Natursavat, ne? Gut. Ich habe Eli ordentlich nochmal eingecremt, ja, an den Achseln, vorne, hinten, überall, ringsrum, nochmal kräftig durchgepummelt. Und der Junge ist müde, ja, der ist fertig, in jedem Fall, der hat heute Nacht wieder nicht geschlafen. Es ist, ne, können wir nicht nochmal machen, ne? Ich muss mich dann in die Tropfsteinhöhle quälen, ja, beziehungsweise... er hat keine Ruhe. Ne? Ist kalt war es im Auto auf keinen Fall oder so. Ne? Aber er hat natürlich die Decken wieder runtergeschmissen, ja, und sich wieder draufgelegt, ja, wie immer. Ja, aber sein großes Problem ist, Papa ist nicht da. Das ist es. Und das beschert ihm Unruhe. Er weiß, dass ich im Zelt bin, aber man sieht es ja auch, ja. Oder wer es nicht weiß, so schreibe ich es kurz. Wenn wir im Zelt sind, er muss immer Körperkontakt. Egal wie, egal ob der Schlafsack dazwischen ist, 5 Decken, er braucht den Kontakt zu mir. Das war schon immer so und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja? Also werden wir das ihm den Rest der Reise auch wieder gönnen. Ja? Aber das war jetzt für mich nochmal, für das Janu mussten wir es jetzt nochmal austesten. Ja, und ich habe auch wieder was dazugelernt. Ja? Von daher alles gut. Ja? Scheiß hier ordentlich die Gegend zu, da kann es mir jetzt nicht schlecht gehen. Ja? Das ist hier nur Markierungsschiss. Da vorne hat er schon ein paar Häufchen hingesetzt. Unsere Stelle ist gut aufgeräumt und Ziel war heute eigentlich, ach so, ja, wartet mal, jetzt hatte ich ja gesagt, ich will nach Kvikkjokk fahren. Jetzt habe ich dem Typ gesagt, ich fahre eine halbe Stunde los. Ja, das ist richtig, mache ich ja auch. Aber nicht, da müsste ich nämlich mal gucken, wo der sitzt. Ich hoffe, dass er noch vor der Hauptstraße ist, also der nach Jokkmokk, vor der Hauptstraße nach Kvikkjokk, wisst ihr? Dass er da meint, er sitzt irgendwo rechts am Wegrand, das muss ich nochmal lesen, den Ort, und dann muss ich den mal gucken, ob ich den irgendwie ausfindig machen kann in meiner Landkarte. Ja, Google kennt sowas nicht, Sami-Sprache sowieso nicht, damit kannst du nichts mit anfangen. Ja, ich hoffe, das ist, weil die Landkarte, das ist das Gute daran, also es ist mal eine Wanderkarte, aber die deckt das Gebiet ein bisschen mit ab, ist zumindest zweisprachig. Ja, ist auch ein, manchmal Sami noch mit drin. Sowas seht ihr? Kann in solchen Fällen, das ist natürlich eine Ausnahme, ich weiß, wann kommt das schon mal vor, wird jetzt einer sagen, ja, aber seht ihr, jetzt ist es mal vorgekommen, ja. Hoffe ich, dass der nicht jetzt an der Hauptstraße bei Jokkmokk irgendwo ist, ja, wisst ihr, die Bundesstraße, die Fernverkehrsstraße, 45 müsste es ja sein, ja, sondern noch eine auf der davor, ansonsten müsste ich ihm schreiben, dass ich später komme, ja. Denn das wollte ich in jedem Fall machen, das hatte ich euch jetzt und das ist für mich nochmal wichtig, Fiskefly. Ja, da fahren wir jetzt hin, weil so weit, ja, es ist zwar nervig, aber wenn ich das Rücklicht finden sollte auf dem Weg jetzt nach Dings hier, ne, so bis runter zur Terstraße, also bis zum Kraftwerk, ja, irgendwo da auf diesem Ding muss ja liegen, dann hat er zumindest einen Anreiz auf mich zu warten, würde ich sagen. Ne? Bin ich gespannt, aber das wäre nur echt nett, ja. Ich habe mir jetzt zwar den Drang hier ordentlich versaut, das darf man so sagen, ja, wobei die Dinger, das ist ja in dem Fall nur der Windschutz, die kriegt man ja auch einzeln, wenn man sie haben will, ja, aber hier, wir haben es glaube ich jetzt nochmal eindeutig gesehen, muss ich eigentlich nichts weiter zu sagen, ja, wie mühselig das darauf sein kann, wie unkontrolliert das mitunter ist, aber wie intensiv man sich damit auch beschäftigen kann, wenn man denn die Zeit und Muße dafür hat oder sich nehmen möchte, ja? So sieht's aus und Auto ist fertig gepackt, dann wäre heute das Ziel, dass, wobei ich mir vorsichtig sein mit Zielen muss, ja. Wer weiß ja jetzt nicht, was da kommt, wenn wir den Heinz noch treffen. Vielleicht sagt er, ey, ich habe hier noch einen größeren, ey, ich kann dir noch mal helfen mit rausziehen und dann stehe ich wieder den ganzen Tag da, weil ich so nett bin. Ja. Aber mache ich gern, das mache ich wirklich gern. Ja, man erlebt ja was, darum geht es ja hier auch, ja, um Sachen zu erleben und nicht um abzuhaken. Da seht ihr nochmal den kleinen Unterschied. Muss ich es eigentlich erzählen? Na, ich mach's nur mal ganz kurz, ja. Man kann ein festes Programm haben, was ich ja durchaus auf meinen Touren habe. Aber ich habe immer einen Puffer, den habe ich immer. Da achte ich auch darauf. Und wenn ich solo unterwegs bin, habe ich praktisch Puffer ohne Ende. Weil da habe ich nur
Da ist das Programm nur so, ja, deswegen wird sich vielleicht der eine oder andere schon denken, der ist total planlos durch die Gegend. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß ja, dass mir immer irgendetwas passiert und ich adaptiere mich dann auf die neue Situation und plane dann um. Stell dir mal vor, du hättest jetzt so einen strikten Plan, ne? Du kommst jetzt als Five Hikers friendly hier auf den Skipper hoch und dann sagst du dir, oh, ja, oder wie die beiden Mädels, ja, abends um 8 hier noch vorbeischneiden und dann keine Zeit mehr mit dem Jungen da die Eier zu teilen. Weil das Programm natürlich fest ist. Da kannst du nichts ändern. Ja? In dem Fall wird es wahrscheinlich die Arbeit gewesen sein, weil es Wochenende ist, spielt keine Rolle. Bei den Leuten, die bei mir mitkommen, ist es der Urlaub. Ja? Auch wohlverdiente Zeit. Und richtig was erleben, ja? Also so den Alltag, die Realität, das Authentische, davon erlebst du. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das muss jetzt nicht bei jedem zutreffen, ja? Weil jeder hat ja eine andere Mentalität, wie er unterwegs ist. Muss man ja auch sagen. Ja? So ein bisschen meine kennt er ja jetzt. Bei mir ist es aber so, je freier, je ungezwungener, je weniger Zeitplan ich unterwegs bin, desto mehr erlebe ich von dem authentischen Leben. Solche Sachen. Wir haben es auf der letzten Tour schon miterlebt, ja. Ist mir scheißegal, wie lange ich da jetzt brauche oder sitze. Ich nehme mir einfach die Zeit. Und darum geht es. Und das ist immer so ein Kompromiss, den ich auch versuche auf meinen Touren zu finden, wo der eine oder andere vielleicht, das ist nicht immer so, also es kam ganz selten vor, ganz, ganz selten muss man sagen, wo denn die Fragen von den super Neugierigen natürlich sind, was machen wir denn, wo geht's denn dann hin? Wo ich dann sage, hey, lass dich doch mal überraschen, da kommt schon was, ja. Im Nachhinein wissen sie natürlich, dass ich recht hatte, beziehungsweise sagen sie so, ja. Aber ich kann das natürlich verstehen. Man ist anfangs neugierig, man will was haben und wer vorher praktisch ja nur Pauschalurlaube gewohnt ist von seinem festen Reiseveranstalter oder sowas, ne, in der Richtung oder durchstrukturierte Urlaube von Tageszeiten auch noch festgesetzt, ja, dem fällt es mitunter schwer, sich auf etwas einzulassen, wo es praktisch, wie sage ich mal, lebe in den Tag hinein. Aber wir sehen ja, was bei rauskommt und unterm Strich ist das bei mir immer summa summarum positiv, das darf man sagen. Jetzt hätte ich natürlich noch Bock, oben zu seiner Hütte zu gehen. Ich möchte aber die Kamera A da nicht so alleine lassen, denn wir sind 10 Minuten noch, ja. Und ich glaube, das war noch ein zweiter Hügel dahinter. Ja, und dann muss man ja auch sagen, ich will nicht in seinen Sachen rumstöbern. Er hatte mir nämlich gesagt, dass er alles nur so liegen lassen hat. Er muss innerhalb der nächsten 2-3 Tage nochmal zurückkommen. Das ist also offensichtlich nicht seine Wohnhütte, sondern wahrscheinlich, wie viele das hier haben, nur so eine Art Jagdhütte, wie wir da vorne auch gefunden haben. Ja, also am Monaco, ja, sind ja auch ein paar in der Region da gewesen, die natürlich der Jäger nur mal so als Unterschlupf. Ne? So wurde meine übrigens, wo ich wohne, bei mir in im Mittel von Deutschland, ja auch mal von dem einen oder anderen Jäger angefragt. Als Wochenendjagdhütte. Ja, schönes Ding. Ja. Ich hoffe, ich hatte den Schweden kurzzeitig zu laufen. Solange wie es der technische Zustand hergibt. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. und dann müssen wir aber auch zusehen, dass es jetzt hat Prämisse irgendwie, dass wir fahren. Leerlauf ist fatal für mein Auto, gerade kann ich ihm nicht zumuten. Das heißt, wir müssen irgendwie in Bewegung bleiben. Ja, ich brauche eine wechselnde Drehzahl, eine gewisse Mindestdrehzahl muss ich haben. Und alles muss im Fluss in Bewegung sein, um den ganzen Strom zu laden. Damals echt ein Problem. Ja. Tatsächlich, es ist alles leer. Ich habe noch einen Akku, wenn der jetzt, der müsste noch voll sein. Also der ist gleich leer, der hat nicht mehr viel. Und dann habe ich nur noch einen Akku und dann müssen alle erstmal laden, ja, das heißt alle, ich hatte es erzählt, alle 6 Akkus, die Powerbanks nebenbei natürlich auch noch, meine Lampe und die, also theoretisch und den ganzen anderen Krempel, eigentlich dürften wir, also müssen wir jetzt 2 Tage durchfahren. Aber wir machen ja leider genau das Gegenteil, so viel darf ich schon mal verraten, da sagte ich ja, ich möchte mich so lang, hatte ich das gesagt anfangs der Tour, beim Intro-Video, ich weiß es gar nicht, aber dann sage ich es jetzt. Ich wollte mich so lange wie möglich in der Region Laponia aufhalten, dem Weltkulturerbe mit den zusammenhängenden Nationalparks und Naturreservaten, weil ich, das war eigentlich so das Ziel, jedes einzelne abhaken wollte. Jedes einzelne davon. Ja, auch das Ziaun, aber kommen wir später zu. Das ist natürlich wetterabhängig, logischerweise. Aber das ist die Schwierigkeit jetzt bei dieser Sache, dass man nicht beim letzten Mal, war es gar kein Problem, da haben wir so viel Strecke überwunden, da waren die Akkus immer voll. Ja? Aber das war ja genau das andere. Ich sagte ja, diese Tour ist
weniger fahren und mehr wandern. Ja, da haben wir aber ein Riesenstromproblem mit dieser Mentalität. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hinkriegen, müssen wir mal schauen. Ich kann grundsätzlich natürlich noch auch ohne Kamera wenden, logisch. Ja, aber ich will euch ja auch ein bisschen was zeigen. Ich kenne das ja alles. Für mich ist es, ich will nicht sagen, nichts Neues. Das kann man so nicht sagen. Es gibt immer wieder neue Ecken und ich versuche ja auch neue auszukundschaften. Hätte ja jetzt mit Aktion Basecamp Rabadal auch gut funktioniert. Da muss ich ja leider aber umstrukturieren, um das nochmal so zusammenzufassen. Muss ich allerdings auch sagen, dass mir die Erfahrung auf dem verschneiten Berggipfel 2 Kilometer vor dem Skirfe deutlich mehr wert war, als euch den Ausblick übers Rappadal vom Skirfe zu zeigen. Das klingt jetzt finster, aber ich bin ehrlich, denn diese Erfahrung kostet mich 1.500 Euro. Nämlich die Entscheidung, Janu behalten oder Janu nicht behalten, wisst ihr. Und da bin ich echt froh, dass uns das beschert hat. Denn solche Sachen hier wie in der Ebene oder eben mal so andere Dinge, ne? Das ist selten, dass man mit einem neuen Zelt, was man noch nicht hat, gleich, ich will jetzt nicht sagen ins Extreme, da hätten wir jetzt noch einen schönen Blizzard haben müssen, ja, mit minus 15 Grad im Oktober. Herzlichen Glückwunsch, ja, das wäre denn, ja, aber das hat schon gereicht, um zumindest die Grenze des Zeltes, was die Kondensation angeht, herauszufinden und ein wenig auch die Stabilität tatsächlich. Das hat aber was mit dem Red Label zu tun, da gehe ich im separaten Video nochmal drauf ein. Das war für mich nochmal eine gute, eine wirklich lehrreiche Situation. Im Vergleich zu meinen Erfahrungen der letzten über 10 Jahre mit Black Label Zelten. So sieht's aus, meine Freunde. Und jeder, der das Anblick über das Rappadal Skirf sehen möchte, darf seinen süßen Hintern selber gern dahin beschwingen. Ne? Oder wie immer, ja, meine Nummer habt ihr ja. Ne? Wobei ich dann nicht einfach nur so ein Ding, sondern ihr seht ja schon. Ne? Wir erleben in jedem Fall was. Und ich versuche, dass wir schön, wenn ich irgendwie nochmal an Opa Elch kommen würde, ja, weil er macht mir wirklich einen seriösen Eindruck, bei dem anderen bin ich mal noch ein bisschen zwiespältig und das seht ihr mal, ja, eine ganz interessante Sache. Vor 2 Tagen sagt er noch 500 Crowns, ja, und heute braucht er meine Hilfe. Dominik, hast du es wirklich gesehen? Ey, Dominik, das ist mein Schlüssel. Seht ihr, wie schnell sich das Blatt wenden kann? Und wenn ich es mir mit jemandem verscherze, also er ist nicht der Typ, der jetzt sagt, oh, hätte ich ihm jetzt mal kostenlos mitgenommen. Das ist auf keinen Fall, weil er ist der Nehmertyp. Das habe ich so schon erkannt, ja. Aber nichtsdestotrotz wäre es jetzt so ein etwas anderer Charakter, ne? Versteht ihr, wisst, was ich meine, ne? Und Opa ist ja in die Richtung. Und er sagte mir nochmal, das fand ich schon ein bisschen interessant. Sie sagen, sie sind alles eine Familie, ja. Aber die haben, als wir den Elch verzurrt haben auf dem Hänger, langen Haufen Schnüre, Gummischnüre und kleine Seile. Das ist ja alles nur ein Provisorium gewesen. Opa arbeitet nur mit Provisorien, aber immerhin. Na, wollen wir das nicht kritisieren? Na, ist ja sein Ding. Da habe ich mir auch aufgefallen, der hat so viel herunterkommendes Material mit zusammengeknoteten Stricken, macht aus, wisst ihr, bei uns würde sagen, nimm mal einen neuen Spanngurt. Wäre die Sache viel einfacher. Da steht ja eine Dreiviertelstunde mit 27 Knoten, jetzt 2 Spanngurte drüber, fertig, wisst ihr? Und da frage ich mich natürlich, wo hat er die sauteuren Rucksäcke her? Vielleicht hat er die geschenkt bekommen. Wisst ihr? Weiß es nicht. Naja, was ich sagen wollte. Ey, Eli! Was ich sagen wollte, wollte ich die Strippen nehmen und da sagte mir, Schlitzi? Nee, nicht die. Habe ich gesagt, na, welche kann ich nehmen? Die lange alle sind verstreut, ja? Sagt er, seine sind nur die da. Das sind meine. Und da dachte ich mir, warte mal, der packt jetzt die losen Schnüre bei sich ins Auto rein. Opa soll mit den 2 auskommen, wo er ihm vorher offensichtlich die geborgt hat, aber beide fahren an den gleichen Zielort. Wo ist denn das Problem, denn seine Strippen noch zu nehmen, um die für die nächsten 70 Kilometer auszuleihen, um dann zu sagen, das sind meine und pack's mir in den Kofferraum, versteht er? Das sind Brüder. Und dann sagte mir, wo wir denn bei dem Quad verstecken waren, hat er mir erzählt, wo ich dann gesagt habe, ach, er hat sich ein bisschen Bedenken, dass er das hier klaut. Sagt er, ja, wir sind zwar Brüder, aber wir sind grundsätzlich grundauf verschieden. Ne? Und da wusste ich genau, was er meint. Opa Elch ist der liebe Nette, der Hilfsbereite, der Zuvorkommende, der Gebertyp. Und Schlitzi, muss ich nichts zu sagen, ja? Die sind 2 ziemlich gegensätzliche Pole. Ja?
So wie nochmal zu dem Thema heile schöne Familienwelt, große Sami und so weiter. Ja, nichtsdestotrotz, aber die menschlichen Defizite bleiben dennoch. Das sind die gleichen hier draußen, wie auch bei uns in der Zivilisation. Ja? Da kommen interne Familienmitglieder nicht miteinander klar, wobei die kamen hier klar. Aber ich kenne es natürlich noch viel schlimmer, dass man sich untereinander gar nichts gönnt. Steht da Raffgier. Ich hoffe, dass sie nicht so drauf sind beim Aufteilen des Elches. Ja? Weil natürlich Schlitzi wird sich sagen, ey, pass auf, ich habe dir geholfen und du hast mein Quote oder Sprit oder weiß ich nicht, meine Spannworte, das ist so nach dem Motto und ich krieg jetzt so und so viel ab. Und Opa, der liebe Nette, bleibt dann nachher nur mit einem Steak über, während Schlitzi den Rest hier einem Marktteilen verkauft. Das ist doch finstere Sache, ja, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ja. Das sind so Sachen, die, das muss ich nochmal abrunden, ja, das hat jetzt noch gefehlt, nicht, dass ihr jetzt damit jetzt den vollen Einblick habt, beziehungsweise gesampelt, ja. Und dann sind wir jetzt in einer Minute auch mit dem, haben wir gut überbrückt, ja, mit dem Video dort. Und dann können wir so langsam starten, ich mache nur 2-3 Fotos, ja, und dann geht's ab die Katze. So ein Scheiß. Habe ich gerade noch den Nikon-Akku gelobt? Ja, aber ist jetzt, muss ich sagen, meine eigene Trotteligkeit. Denn ich habe von den Dingern fünf Stück. Und einer von denen ist schon sehr alt. Und wenn der noch eine Restkapazität von 2 Balken hat, bedeutet das bei diesem Akku allerdings, dass er nicht länger als 5 Minuten filmen kann. Der ist also schon sehr stark verbraucht, während alle anderen noch sehr gut sind. Ja, und dummerweise hatte ich natürlich genau dieses Modell in der Kamera drin, hatte 2 Balken gezeigt, das ist sozusagen russisch Roulette 1:5 immer. Ja, da kann jetzt die Kamera nichts für, der Akku, das war meine Trotteligkeit. Ich hätte vorsorglich, um dieses russisch Roulette auszuschalten, den Akku auswechseln sollen gegen den neuen. Also Aufnahme nochmal, weil es so schön war. Ja, nochmal 20 Minuten, so ein Scheiß. Verzögert sich das alles, aber naja, nützt jetzt nichts. Da habe ich mir gesagt, damit Eli noch mal ein bisschen laufen kann, habe mich jetzt doch dazu durchgerungen, hier nochmal hoch zu gehen. Ja, durfte ja jetzt eigentlich kein anderer kommen, das hoffen wir einfach mal. Ja. Und zumal werden sie ja dann wohl nicht die Kamera umschmeißen, weil ich jetzt nochmal wissen wollte, ob Opa direkt jetzt hier hinter dem Hügel wohnt oder nicht. Das hat mich jetzt nochmal interessiert. Ja. Also ich war der Meinung, ja. Gucken wir uns das mal an. Wir sind jetzt wahrscheinlich auch Privatbesitz, ne? Aber er wird es mir in jedem Fall verzeihen. Das ist Opas Camp hier. Ja. Oh, guck mal. Das sind Modelle, ne? Lieber Scholli. Ich fasse natürlich nichts an, ja? Und wir gehen hier nur eine Runde rum. Alles gut, Alter. Das glaubt er nicht. Das glaubt er nicht. Guckt euch mal an, was da an der Ecke steht. Guckt euch mal, was da in der Ecke steht. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist doch das gleiche verschissene Modell, was ich auch habe. Also ich wette mit euch, erst mit dem Ding, den ich ja noch nie mich weiter als 20 Meter gefahren. Hä? Es ist, ich habe aber andere Ladeluken, aber das Grundgestell ist ziemlich ähnlich. Ja? Es ist... naja gut, er hat noch eine... Ich weiß nicht, seht ihr das? Er hat eine doppelte Verschraubung an der... Also das ist alles gleich hier vorne, aber hinten die Aufhängung, die ist hier ein bisschen anders. Die Lenkung sozusagen ist hier doppelt umgelenkt. Ja, die ist bei mir nur einfach gelenkt. Und, oh, nee, doch, also er muss ein besseres Modell haben. Denn er hat keine splintgesteckten Achsen, sondern er hat kugelgelagerte Achsen. Es ist zwar nur billiges Blech, aber immerhin. Die Spurweite und die Größe ist allerdings das gleiche. Ja, hier liegt alles draußen, ja. Freischneider, Kettensäge, Skikram, Holz, Brückekram, Trekkingstöcke. Wie viele Schneescooter hat er hier? 1, 2, 3, 4. Ja, irgendwo hinmetern. Ja. Bisschen Holz hier. Und dann der obligatorische, die kennen wir ja schon aus Finnland, ja. Diese Lüsschenwagen. Das sind immer die gleichen, die da irgendwo stehen. Ja, diese Blechdinger zusammengemetert. Ja. Ja. Und die Lampe habe ich ja brennen sehen hier drinnen, ne? Als wir abends vorbeigegangen sind, wo er gesagt hat, er nimmt den Rucksack, transportiert den, sind wir vorbeigegangen, hat er ja Licht gebrannt hier an dem Ding. Also da saß er dann auch wirklich drin. Ja. Naja, haben wir hier nochmal von Schlitzi Camp das alles.
Das ist eine Toilette oder was? Also das filme ich euch jetzt nicht, aber das sieht so aus, ja. Da lag ein Haufen Taschentücher. Also ein Haufen ist gut. Mindestens 100 Stück. Also halb vergammelte, ja. Ich habe jetzt nämlich kein Plumpsklo gefunden. Ja, denn das ist, man könnte jetzt noch weiter da hinten rein, aber ich will jetzt hier nicht zu lange verweilen auf dem Stück, weil es ist nicht meins. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe nichts angefasst. Es gibt hier keinen Cut in dem Video. Ja. Und dann gehen wir jetzt auch hier wieder runter. Und das ist auch interessant, die haben hier einen Zaun, wo sie, ja, das von ihm ist, man weiß es nicht. Die haben hier einen Zaun, wo sie den auch zumachen können. Ja. Für ihr Rentiergatter. Vermutlich, dass es für die, gehen wir mal davon aus, dass es für die Rentiere ist, ja. Wobei da vorne, wo der Pfeil an ist, da ist der Winterweg nach Aktze. Ja? Beziehungsweise unter anderem, der zweigt nochmal ab. Das heißt, was ist denn das? Very hard. Könnte ein R gewesen sein, ja. Very hard, das würde natürlich passen. Wer könnte das gemalt haben? Unsere Fünfer Hiker-Truppe in jedem Fall, weil die waren ein bisschen lustiger unterwegs. Die Mädels waren eher so ziemlich konservativ. Die malen nichts auf dem Boden. Ja, so, schön, dass wir das jetzt hier nochmal kurz begutachtet haben. Ja. Muss ja auch mal sein, einmal kurz hier bei einem rumstöbern. Und dann bin ich jetzt echt gespannt, wo uns die Reise des restlichen Tages hinführt. Und vor allen Dingen natürlich auch, wo wir heute Abend übernachten werden. Ja? Denn Ziel war ja eigentlich heute nochmal, was Offenes in Jokkmokk zu finden. Aber seht ihr ja, der Tag plane ich schon gar nicht mehr ein. Wenn wir jetzt hier Fiskefly machen und dann die beiden Opis hier, das ist der Tag rum. Na? Da müssen wir es auch wieder einverschieben auf morgen. Ja? Und mit dem Wetter, wir haben, das ist nochmal, muss ich ja nochmal sagen, ja, habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen, Dominik, das ist eigentlich schon 10 Tage fast, doch 10 Tage, sind wir schon hier in der Region Sarek, ja, und was hatten wir? Ein bisschen Nieselkram, was ist denn das hier, eine Lichtschranke oder was, eine LED-Schwalle, da fragt sich natürlich, wo hier der Anschluss ist, ja, hat hier Strom irgendwie zu liegen, warum beleuchtet der die Ecke? Man weiß es nicht, ne? Und was hatten wir? Wir hatten natürlich den extremen Schneefall an diesem einen Tag, ja, und wir hatten hier und da mal so einen Pipa-Pupa-Pubbler-Regen. Aber jeder, der jetzt öfter im Sarek unterwegs war, der die Region kennt, der wird sagen, alter Dominik, du hast nicht einmal die Regenjacke angehabt. Richtig erkannt, ja. Und auch die Hose hatte ich natürlich wegen der Nässe von unten rum. Das war die Tag, den ich sie getragen habe, war das wirklich sinnvoll, muss ich sagen. Aber zur Not hätten es die Gamaschen da auch getan, ja. Das heißt, was sagte ich anfangs? Es ist zu dieser späten herbstlichen Jahreszeit beständiger. Es ist jetzt natürlich auch, dass es nur regnet beständig. Nein, aber mir war schon klar, dass es wenig, das hatte ich gehofft, dass es dann wirklich eingetreten ist. Wie gesagt, ich muss sagen, ich bin sonst auch eher in der Saison hier, muss ich tatsächlich zugeben. Das war jetzt für mich das erste Mal, dass ich im Oktober hier war. Ja, ich hatte im Winter, ich hatte im Frühjahr, ich habe im Herbst, ich hatte im Sommer und jetzt hat eigentlich nur der Herbst gefehlt. Ja, und da fand ich das jetzt auch mal ganz interessant für mich. Ja, und für alle anderen auch, habt ihr gesehen, ja, hält sich in Grenzen. Man muss jetzt hier natürlich aufpassen, dass man das jetzt hier nicht fehlbeurteilt, weil wir natürlich unten im Tal sind. Wir wissen also nicht, wie es jetzt gerade da oben ist. Ja, das kann auch mal ganz anders sein. Aber nichtsdestotrotz, hier unten hat es einmal kräftig geschüttet, die großen Pfützen. Am Auto haben wir gesehen, da oben einmal mehr oder weniger geschneit. Was heißt mehr oder weniger? Es hat geschneit. Und dann ein bisschen Pillepalle-Regen. Eine Nacht hatten wir mal Regen. Aber überlegt mal, innerhalb von 10 Tagen, nur vielleicht, sagen wir mal, 3 wirklich nasse Tage. Das ist für einen Sarek. Hier, das ist Ibiza-Wetter. Also von daher müssen wir sagen, haben wir echt Glück gehabt jetzt hier. Auch mit den Temperaturen. Wetterbericht hat nicht gepasst. Übrigens, es ist nicht kälter geworden, auf keinen Fall. Wir haben heute 5 Grad, laut ihrem Bericht von vor 2 Tagen hätten wir heute schon Frost haben müssen. Im Video. Ja. Gucken wir mal, was da noch kommt. Aufnahme sind wir gleich durch. Wenn länger auf der Brücke stehst, wird es ja auch frisch. Ja. Aufnahme ist beendet. Ja. Also, ich habe noch ein paar Fotos gemacht natürlich. Wisst ihr, das dauert.
Ja, da kann man nichts. Aber dafür sind wir ja auch da. Ich schleppe den ganzen Krempel nicht mit, um dann an solchen Dingen vorbeizurauschen. Ja. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ich hätte gerne noch eine reine Audioaufnahme gemacht. Wobei, das glaube ich hier zu laut ist. Das kann man nicht zuordnen, beziehungsweise das kannst du wahrscheinlich auch in kein anderes Video einblenden, weil das zu übertönt, versteht ihr? Dazu muss man das Bild haben. Reine Audioaufnahmen müssen ja sehr so diese Hintergrundsachen, ne? Wie diesen verschissenen Unglücksfäher zum Beispiel. Der hat heute früh wieder genervt. Glaubt ihr gar nicht, das ist wie eine Krähe, wirklich. Ja. Ich meine, wir hatten es, Rahmenvögel, ja. Ja. Und dann geht's jetzt los. Ja, dann geht's jetzt wirklich los. Und ich bin gespannt, ob wir es wirklich filmen. Obligatorischen Platzrundgang, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ja, wollte ich euch jetzt zeigen. Ist abfahrtsbereit und ihr seht, wir sind jetzt immerhin hier 10 Tage, ja, glaube ich. Davon, gut, waren wir jetzt. Aber 4 Tage waren wir ja hier, so ein Pi mal Daumen, ja. Was wir sehen von meinem Rückstand, sind hier lediglich diese hellen Späne. Ja? Ich habe die Rinde, das was verbrennbar ist, aufs Lagerfeuer gepackt. Die Birkenrinde kann der nächste gut als Zunder verwenden. Das ist sozusagen alles hier. Ja, nur diese Holzdinger. Ansonsten ist der Platz, seht ihr, sauber. Ja? Jo, da war der Akku, glaube ich, gerade leer, als wir am Camp gestartet sind. Aber passt hier auch. Es hat jetzt eine ganze Weile gedauert, es ist jetzt 3:45 Uhr, 14.45 Uhr, 3:15 Uhr. Und ich bin jetzt auf der Main Road to Kvikjok gerade wieder angekommen. Ich bin den ganzen Weg, nicht nur bis zum Kraftwerk, weil er ja sagte, das Rücklicht liegt möglicherweise auf dem Weg zum Kraftwerk, sondern auch den Rest vom Kraftwerk noch bis zur Hauptstraße runter, nur 30 km/h gefahren. Oh, na, da ist aber viel Brennholz. Da ist, gucken wir uns unseren Rückweg an. Da ist original Brennholzmacher. Nur 30 km/h gefahren, ja, und habe hier den Adlerblick nur fixiert. Straße, Rücklicht, links, rechts, Straße, Rücklicht, links, rechts, nichts gesehen, kein Rücklicht gefunden. Ne? Muss man sagen, sind ja auch noch ein paar Autos, also andere zumindest, ist da lang gekommen, ja. Und zwar in der Summe mindestens angefangen die Mädels gestern Abend, die zurückgefahren sind, ja, die beiden. Die werden es wahrscheinlich nicht eingesteckt haben, maximal drüber gefahren. Ja, und ansonsten natürlich heute ja auch noch welche. Ja. Ich habe 2 Fahrzeuge gesehen. Eins hat geparkt am Rand, ungefähr auf der Hälfte dieser Strecke. Wandern, keine Ahnung. Ja. Und jetzt kommen wir übrigens hier wieder nach Black Elven, das kennen wir schon aus dem letzten Jahr. Ja. Und dann kam hier ein riesen Wohnwagen entgegen, ja, Wohnmobil. Kennt ihr diese hier? Ich hatte es ja, Concorde 10.000. Dieses Monsterding, wo du eigentlich den Fahrer gar nicht siehst, weil der 2,50 Meter im Innenraum sitzt, ja, so weit weg, so viel Platz, Armaturenbrett, 3 Meter tief, da kannst du 27 Löffel drin verstecken. Ihr kennt das ja, nicht wie bei mir. Und ja, da habe ich natürlich gefragt, wo der hin will. Ja, die waren so Ende 50, schätze ich, Anfang 60, Frührentner vielleicht so, ja, schwedische. Mit dem Ding, ja. Aber gut, ja, muss er ja selber wissen. Ne? Ja, was ich damit sagen will, es gibt auch ein paar andere Leute, die da noch lang gefahren sind jetzt seit gestern Abend. Das heißt also, es könnte durchaus jemand. Versteht ihr? Ist immer eindrücklich, ja. Jetzt frage ich mich natürlich, ob er jetzt seinen Trailer Backlight meinte, von dem Hänger, oder ob er das von seinem Fahrzeug meinte. Wisst ihr? Das, weil Fahrzeugrücklicht fällt das einfach so raus. Ich meine, klar, wenn ich den Weg mit 70 fahre, ist eine Frage der Zeit, bis irgendwas abfällt vom Auto. Das ist eigentlich damit der Grund, warum ich auch so langsam gefahren bin. Ja, schon auf der Hinfahrt natürlich, weil da rappelt es ordentlich am Karton. Die ist ja keine Straße. Ne? Ja, also soll ich sagen, leider nichts gefunden. Ich habe also nur die Schüssel, die ich überreichen kann. Und ungünstigerweise sitzt er natürlich genau, ich habe nochmal geguckt, das Fleckchen, was er beschrieben hat, muss kurz vor der E45 Hauptstraße Kvikjok sein. Also genau die gegengesetzte Richtung, die wir jetzt fahren. Wir fahren jetzt nochmal nach Kvikjok, schlag mich tot, keine Ahnung, 50 Kilometer. Ja, das grasen wir jetzt ab, weil ich sagte, das ist mir jetzt wichtig fürs Gefly. Ja? Den möchte ich gerne sprechen.
abbrechen. Ich hoffe, dass ich jemanden erreiche, sonst war der ganze Weg umsonst. Aber ist das so. Und dann fahren wir zurück zum Schlitzsee. Ja. Oh, und wir fahren endlich wieder. Das ist auch mal was ganz, also nicht, dass ich mich jetzt freue, dass wir fahren, also dass ich mich grundsätzlich darüber freue, dass wir wieder fahren, sondern dass Strom wieder ein bisschen Spannung produziert wird. Der Drehstrom-Lichtmaschine, Drehstromgenerator, Entschuldigung. Ja. Und Eli sieht auch gerade so aus, als ob er sich ein bisschen buseln könnte. Ja, ja, genau, das machen wir, Eli. Dann packt sie auch hin. Das ist fertig in jedem Fall. Und ich habe einen riesen. Also haltbare Vollmilch kannst du hier nicht trinken. Kannst du hier echt nicht trinken. Nachdem wir jetzt so viel leckeres, frisches Wasser hatten, so viele schöne Säfte, meinetwegen auch den Tee, ist das hier bloß noch und natürlich deutlich bessere Milch, ja. Ich meine, es ist Haarmilch, klar, unsere Frisch ist auch besser, aber ich habe es jetzt fürs Müsli heute früh gehabt und ich habe ja zwei von den Dingern mit, ja. Das ist das Einzige, was ich noch an Trinkbarem habe, was jetzt kein Red Bull ist, an Fertigsachen, wohlgemerkt, ja, das fasse ich nicht an. Die habe ich, frag mich mal rum, das waren, ich will nicht sagen ein Notkauf, ja, ich sagte ja, manchmal nehme ich so, und ich glaube auf der letzten Tour hatten wir sie genommen, ja, aber habt ihr auch das Resultat gesehen, ich bin wie ein Zombie rumgelaufen. Ja, also das brauchen wir nicht, ja, wir machen hier schön einen auf Relax und dann ist das nicht notwendig, lieber mal so ein kleines Wikingerröllchen. Und für alle, die sich jetzt fragen, was denn, Dominik hat jetzt zweihändiger frei, wer fährt denn das Auto? Dominik hat auch noch mehr als zwei Hände. So viel dazu. Ja. Und da melde ich mich wieder, wenn wir bei Fiskefly AB sind. Oder waren. Ja. Dauert jetzt ein bisschen. Wir fahren jetzt nochmal schön auf das Massiv des Bergpanoramas zu, was war, aus dem wir gerade geflüchtet sind. Ja. Das habe ich gerade ausgeschaltet in dem Moment, aber hätte da wahrscheinlich sowieso nicht gesehen, oder? Könnt ihr rausgucken, was ich hier an meiner Fahrerscheibe sehe, was mir so entgegenkommt oder mich überholt? Du kriegst jetzt keine Antwort, ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich sehe es nicht, tut mir leid, ja. Soll ich sagen, hier wird es kam mir ein Fahrzeug entgegen, ein PKW mit Hänger und Elch drauf hinten. Und die machen auch Brennholz. Es ist Brennholzzeit vorm Winter. Jetzt wird hier. Oh, wir haben richtig was anzugucken auf dem Rückweg. Das wird sich ziehen. Ich sehe jetzt schon. Hier bauen immer mehr Häuser entlang der Straße nach Quickdorf. Das ist Wahnsinn. Als ich das erste Mal damals gefahren bin, das ist schon über 10 Jahre her, weit über 10 Jahre, frag mich mal, da müsste ich in meine Schwarz-Weiß-Aufnahmen reingucken. Da habe ich gefühlt hier irgendwie, weiß ich nicht, 10 Hütchen, wisst ihr? Was jetzt hier steht, ne? Und das ist ja alles nur Tourismus, brauchen wir ja nichts erzählen, ja? Denn du kannst sowohl in der Fjellstube in Kvikkjokk einkehren, als einen kleinen Superschmack-Oilein mit Wikingerröllchen. Da lässt er sich nicht. Als auch natürlich auf dem Weg dorthin, ja, denn es ist ja, darf man das so sagen, das Tor zum Sarek, aber doch zumindest ist es ein relativ bekannterer Ort als unsere Morgsbrücke da oben, ja, Richtung Atze. Und damit ist das natürlich in der Saison hier auch, lohnt sich in jedem Fall, hier so einen kleinen Raststuga zu machen. Und demzufolge werden immer mehr Häuser gebaut, ja, und mehr Häuser bedeutet was? Genau, mehr Wärme im Winter ist benötigt. Heute wiederum natürlich weniger Holz im Wald. Ja, und ja, sind hier ordentlich am Abholzen. Immer mehr freie Flächen. Wir hatten das, wir wissen, wie lange das Zeug hier wächst. Ja. Und der Same hatte mir auch noch mal, Schlitzi war es, ja, hatte mir erzählt, dass das Naturreservat, wo wir da durchgewandert sind, wo ich sagte, auf unserem Cycleweg, wisst ihr, ein Stück Naturreservat, dann kam wieder ein Kilometer nichts, dann fing das Reservat an, das war ja so Stück, ne? Also die Grenze, die war ja so, ne? Und er meinte, das wird zum Schutz des Waldes gemacht, weil dort sehr alte Bäume mitunter drin stehen und natürlich auch immer mehr Holz rausgeholt wird aus den Wäldern. Er hat es sogar zugegeben und er braucht sicherlich selber natürlich auch Holz. Jeder von uns Holz brauchen hier. Wo willst du sonst mit Feuer? Ja, ist ja logisch. Und seht ihr das hier? Keine Ahnung. Seht ihr das hier?
ganze Zeit. Alles weg. Alles geholzt ab. Hier, ich lasse euch mal kurz so schräg gucken. Ja, hier. Das ist alles Kahlschlag. Alles weg. Und das geht hier die ganze Straße so und das geht natürlich noch rein. Das ist ja hier, was wir hier sehen. Oh, warte, jetzt muss ich kurz lenken. Jetzt ruft dich schon einer bei der swedischen Police an. Dominik hat nicht beide Hände am Steuer. Da drin, das sehen wir jetzt ja nicht, außer an dem Stück Straße, wo wir jetzt vorbeigefahren, da wird ja auch richtig rausgetragen. Ja. Deswegen, das war mein erstes Oho an der Straße, was ich gesehen habe. Da haben die richtig viele Festmeter. Und Prio ist hier natürlich logischerweise Birke. Ja, was willst du hier mit der Tanne und Kiefer anfangen? Ja, kannst du natürlich auch nehmen, aber wenn ich Birke habe, dann nehme ich natürlich Birke. Ja, logisch. Und ja, so sieht's aus. Ja. Das ist also eine der Besiedlung, eine Folge, ja, die es sonst so damals so noch nicht gegeben hat. Und wir gehen davon aus, es wird nicht weniger. Ja, Tourismus wird hier ausgebaut werden, ganz bestimmt. Und es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie in Finnland, können wir sagen. Wobei, ist hier zu warm, Ila? Dann sag doch was. Dann mach ich das Fenster auf, kannst du rausgucken. Das gleiche, was wir oben in Finnland hatten. Ja, mit unserer Goldgräberhütte nach Kultala. Beziehungsweise Kultura ist ja die Straße. Ja. Und hatte ich euch gesagt, ich gebe euch noch so und so viele Jahre, bis die Goldgräber alles rausgeholt haben. Ja, also einen Boden umgekrempelt und natürlich dementsprechend auch das Holzblatt gemacht haben, weil wir hatten das ja. Ein Baum, der liegt, kann man mitnehmen. Nun kenne ich nicht die schwedische Gesetzgebung, wie es hier ist. Ja, vielleicht ist es ja genauso gut. Ja, ein Baum, wenn der nur noch halb senkrecht steht, dann kannst du mitnehmen. So nach dem, man weiß es nicht, ja, was für verrückte Gesetze es gibt. Jedenfalls wissen wir ja, Money Talks, und wir haben ja die Kraftwerknummer gesehen. Und demzufolge, wenn der Tourismus ihr Geld in die Region bringt, dann wird man natürlich jetzt nicht sagen, hier ist alles radikal leer. Die ganzen Hänge hoch. Da wird man natürlich nicht sagen, oh ja, rettet den Wald. Ja, das ist ja natürlich, das ist so ein Nachteil. Und ich hoffe, dass es nicht eines Tages so eine Straße bis nach Ischgl wird. Ja. Das, man muss ja sagen, es ist immer, es verteilt sich ja leider nicht, sondern es ist punktuell. Ja. Der Sarek ist ein riesen Touristenmagnet oder sagen wir es mal so, wird als solcher ausgeschlachtet. Es gibt ja noch zig andere, ja. Aber Sarek irgendwie scheint sich, ja, wegen Kungsleden und ne, dann verdient und na, wir kennen das. Naja, und deswegen sehe ich da eigentlich gar nicht so rosig. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesehen, was auf Kungsleden los ist. Ja, das ein oder andere plattgemachte Naturwerk da. Und ja, wenn ich jetzt sehe, dass diese Straße immer mehr etabliert wird, ja, eines Tages brauchst du im Winter wahrscheinlich keine Sorgen mehr machen, so wie wir letztes Jahr. Ja, da war ja noch nicht mal Winter, Herbst. Ob du hier langfahren kannst oder vereistest oder nicht, dann stehen hier Straßenlaternen und es gibt eine Heizung im Asphalt. Ja. Nun gut, ja, also da wollte ich noch mal kurz erklären, oder euch berichten. Hier habe ich so den Eindruck aus meinen letzten, nicht zwei, drei, sondern etwas mehr Jahren, ja, dass hier deutlich mehr los ist. Ich werde den, ich hoffe, wir, also ich weiß nicht, was er mir gesagt hat, wir finden ihn da. Das klang erst so, als ob er so am Straßenrand hockt und sich ein Feuer macht und da sein Elch verknuspert. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Wohnhaus ist, wo er da sein wird. Ja. Keine Ahnung. Wie ich ihn da finden soll, ja. Aber wir gucken mal. Dann werde ich in jedem Fall noch ein paar Fragen stellen. Ja, er ist leider nicht so. Opa Elch, ja, würde uns deutlich mehr antworten. Der kann wirklich erzählen, glaube ich, und der hat auch Lust dazu. Ne? Aber Schlitzi ist so ein bisschen, naja. Ich bin ja schon froh, dass sie überhaupt mit uns redet. Ja, da werden wir gar nicht erwarten. Ja. Bisschen schade, dass ich dann wirklich nicht gefunden habe, aber mein Gott. Ja. Hier, Mann, guck mal ab. Njabe, das ist Njabe, hier. Das ist alles neu entstanden. Das hat es noch gar nicht gegeben. Seht ihr auch die Hütten? Ja. Das sind keine Einheimischen, die hier wohnen. Das sind, naja, der Bruchhume. Aber da hinten drin, ich habe jetzt ein bisschen spät rumgedreht. Das sind alles nagelneue Etablissements für Herberge.
soll ich mal ganz umdrehen? Wie ist das hängt mit der Halterung? Ich weiß nicht. So ein bisschen. Guck da mal so ein bisschen nach vorne raus. Ist ein bisschen schräg, aber tut mir leid. Anders geht's jetzt nicht. Sonst müsste ich das Ding festhalten. Und dann eiert nachher wieder einer rum. Hey, Dominik hat die Hände nicht am Steuer. Wisst ihr? Zeige euch mal so ein bisschen von der Straße. Nach Quickjock jetzt. Denn beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnern könnt, hatten wir das ganze Ding ja im Schnee. Beziehungsweise das war das Eisding, ne? Wo in der Mitte hier der Eiszapfen hing und ich immer nach links und rechts runtergerutscht bin. Ja? Jetzt haben wir, oh, hier haben sie sogar einen Funkmast. Ja? Da oben ist Internet dran. Das erklärt dann natürlich die Nummer, warum wir denn auch in Aktie Internet haben, mitunter. Ja? Denn der Spiegel geht natürlich, wenn ich das so richtig erkenne, sind drei Richtungen, die LTE-Antennen, und gehen auch genau in unsere Richtung Quickjock-Aktie rüber. Ja? Ansonsten kann man sich natürlich fragen, woher da plötzlich das Internet kommt. Ja, das in Axe selbst natürlich nicht, aber oben auf dem Berg wieder. Ja. Das ist schon ein Fortschritt, der hier in der Wildnis eingehalten hat. Ja. Oh, ich sehe, ihr seht gerade so ein bisschen schräg aus der Perspektive. Das tut mir leid, aber es geht nicht anders. Sonst kann ich das Ding nicht vernünftig halten. Ja. Machen wir gleich wieder. Ja. Aber ich hatte hier gerade mir mit Eli meinen kleinen Nachmittagsdessert gönne ich mir gerade. Was ich euch zeigen wollte, vielleicht nicht ganz uninteressant für die Zuschauer aus dem letzten Jahr, weil das ja die Straße gewesen ist, wo hier so schön vereist gewesen ist, ne, und wo ich sagte, wir fahren jetzt hier auf dieses Gebirgsmassiv zu. Diese sogenannte Küstenstraße, hätte ich ja schon fast gesagt, am Stausee. Ja. Ist ganz interessant, dass wir zum selben Zeitpunkt jetzt hier sind, wie auch im letzten Jahr. Ist gar kein Unterschied. Tatsächlich, ist der gleiche Zeitpunkt. Ja? Also fast plus auf minus zwei Tage hier. Jetzt unmisst, ja. Und die Landschaft ist komplett anders. Wahnsinn, ne? Das wollte ich damit nochmal zeigen oder nochmal darauf hinweisen, wie krass im letzten Jahr, so wie früh der Winter eingebrochen ist. Ja? Mit welcher überraschenden frühzeitlichen Wirkung. Denn das hier ist der Normalzustand. So kenne ich es auch, zumindest auch aus dem Spätsommer, sagen wir es mal so. Ja, das ist ganz normal und so habe ich das ja auch im letzten Jahr erwartet. Genauso wie jetzt. Ja. Und dann hätten wir diese ganze Nummer mit dem Bootswagen und so weiter, war ja alles fürs letzte Jahr mitgeplant, nach dem Iwaluyoki. Ja. Hätten wir das alles im letzten Jahr schon abhaken können, hätte im letzten Jahr schon feststellen können, scheiße, der Wagen funktioniert nicht, ich klaue mir den von Schlitzi. Das ist ja auch geil gewesen. Ich hätte einfach nur umladen müssen, ne? Wer weiß, wie lange der mitgemacht hätte. Oh, nein, jetzt im Ernst, dann hätte ich jetzt auf dieser Tour schon was anderes ins Auge haben fassen können, wisst ihr, damit das funktioniert. Das ist das Ärgerliche aus dem letzten Jahr, was einen so nachzieht, ja, die Spätfolgen daraus sozusagen, ja, dass wir auf dieser Tour jetzt hier nochmal etwas lernen, was wir eigentlich im letzten Jahr hätten schon mitbekommen können, wenn dieser Schnee nicht gewesen wäre, ja. Aber wir wollen jetzt, das soll jetzt kein Rummijammer sein, wollte ich nur mal kurz daran erinnern, ja, wie anders das plötzlich doch sein kann, ja, und wie einem so eine Planung mal eben ganz schnell mit dem Wetter da kaputt gemacht wird. Ja. Ansonsten sind wir hier übrigens, für alle, die sich fragen, wir sind hier sehr gemächlich unterwegs. Ich fahre hier gerade mal nicht mal 80 und die Einheimischen ziehen hier alle mit 100 vorbei. Uns haben wir schon zwei überholt, ja. Also von daher sind wir hier sehr entspannt und ich habe gerade auch Feedback bekommen vom, ich habe dem ja Bescheid gesagt, unserem Samen, dass wir noch kurz nach Quickjock fahren zum Heliplatz und da hat gesagt, alles okay. Ja. Von daher müssen wir jetzt nicht hetzen, wir sind nicht im Stress. Das einzige Ziel, was wir denn heute noch haben oder was ich denn noch hätte, in Anbetracht der voranschreitenden Zeit wäre, dass wir in Jokkmokk noch was einkaufen und uns dann wird es in jedem Fall dunkel sein, das lässt sich nicht vermeiden, uns dann irgendwo ein Plätzchen suchen. Ja, müssen wir mal gucken, weil das wird, ich will nicht sagen eine Herausforderung, aber wisst ihr, das mag ich nicht ganz so gern, nahe der Zivilisation zu zelten. Ja, da werden wir sicher das ein oder andere Fleckchen finden, aber so ruhig wie jetzt die letzten Tage werden wir es erstmal nicht haben, das dürfte klar sein. Aber Hauptsache, wir finden da irgendwas.
Ja. Jetzt geht es ja wieder ordentlich nach oben. So, das war denn morgen, ne? Das wollte ich damit sagen. Morgen den Tag denn vielleicht in Jokkmokk verbringen, gucken, was auf hat, wo wir da hingehen können, was man sich vielleicht noch angucken kann. Wie gesagt, speziell das Sami-Museum. Und das trifft sich dann, glaube ich, auch ganz gut, dass ich heute, dass wir, wenn wir die jetzt nochmal treffen, ich bin ja gespannt, wen ich da alles treffe, ja. Ich weiß nicht, ob er alleine ist, weil er gesagt hat, wir sind da. Und gestern sagte er, sein Bruder wohnt in Jokkmokk. Also bin ich gespannt, wer da noch sein sollte. Und da würde ich nämlich nochmal fragen, ne, nach so ein paar Secret Places. Ja, vielleicht kennst du uns da den einen oder anderen Geheimtipp nennen, den ich jetzt nicht kenne. Ja? Ich weiß natürlich, Jokkmokk gibt es dann irgendwann den Wintermarkt, das hat er mir ja auch erzählt, ja, wo sie dann alle zusammentreiben, beziehungsweise dann auch ein bisschen touristisch handeln und auch mit Rentieren und so weiter. Das kenne ich ja alles schon, das ist nichts Neues. Aber mich würde nochmal interessieren, was ich nicht kenne, ja? Was auch in keinem Reiseführer steht und was du auf keiner Internetseite findest. Ja? Vielleicht, dann wäre natürlich schick, wenn ich noch jemanden finde, der ein bisschen offener ist als Schlitzi, sagen wir es mal so. Ja? Und da sind wir auch schon. Da sind wir schon hier bei Fliskflyer B und Helikopterbase. Da gucken wir, ja, Ila, jetzt bist du wieder dran. Ne? Hier muss ich sagen, bin ich noch nie gewesen. Das ist jetzt auch Neuland für mich. Ja, immer mal was Neues. Das freut mich auch mal, wenn es nicht langweilig wird. Denn, oder, oh, die Hallowei. Ja, naja, wir sind die Einzigen in jedem Fall. Treibstoffdepot, sieht aus wie ein Militärlager hier so ein bisschen. Oh, da stehen sie schon in der Halle, habe ich gesehen. Ich hoffe, dass jemand da ist. Sieht dunkel aus. Oh, es sieht dunkel aus. Personal, Rezeption. Scheiße. Also ich glaube, wir werden hier wahrscheinlich gar keinen finden. Aber hier ist ja nicht mein Auto. Ja. Mist. Nee, Eli, ruhig. Ah, das ist ja schade. Aber wir gucken trotzdem raus. Tja, schade eigentlich, ne? Das hätte klappen können, immerhin. Ja, man weiß es nicht. Aber dafür mal ganz interessant. An der Kabine stehen Informationen drin, die du so nicht im Internet findest und die ich sonst auch noch nirgendwo gelesen habe. Was Preise angeht natürlich, ja, hier, Money Talks, wir hatten das, ja, nicht ohne. Und vor allen Dingen, wo sie überall hinfahren und fliegen. Und das ganz Interessante natürlich daran ist, Kamera, Telefon, Fotoapparat sind nicht erlaubt während des Fluges. Also sie dachte, du kannst rüberfliegen und ein schönes Foto machen. Zumindest steht es hier dran, groß verboten. Steht natürlich drunter, for your safety. Vielleicht hat es aber was damit zu tun, wenn sie über die Nationalparkgrenzen drüber schrauben, dass es keine Beweisfotos gibt. Die haben schöne Fotos abgebildet von den Zielen, wo sie hinfliegen, ja, also was sie angucken. Allerdings, jetzt gucken wir ruhig mal nach Quickjog, ja, schon 1 Kilometer davor sind, können wir uns das auch noch antun. Allerdings weiß ich nicht, ob die Fotoaufnahmen, also von wo die entstanden sind. Es ist ganz schwierig zu sehen. Es ist da, hier. Es könnte auch eine Drohne gewesen sein, will ich damit sagen. Wisst ihr? Möglicherweise bringt es gar nichts, wenn man jetzt meint, man könnte schon eine Luftbildaufnahme machen. Das wird ja erstmal gleich von vornherein abgenommen, ganz offensichtlich. Und das allererste Instrument, noch bevor du da überhaupt oder wenn du was buchen möchtest, ist eine Waage. Ja, sowohl für Gepäck als auch für Personen offensichtlich. Wer also sein Gewicht bis dahin immer so ein bisschen verschleiern wollte für die Damen der Schöpfung. Spätestens beim Hubschrauber rumflug wird die Zahl ganz groß oben dran stehen. Ja, dass auch alle schön sehen, was du so auf den Hüften hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und die Gepäckwaage wird wahrscheinlich sein für die Leute, weil da, die haben ja einen Parkplatz. Wir sind jetzt in Quickjog. Ja. Die haben einen Parkplatz. Das ist in das Haus, wo ich gesagt hatte im letzten Jahr, der hat sich die Balken geklaut. Der Lehrer, wisst ihr noch? Sie sind jetzt so fertig geworden. Ja. Die haben einen Parkplatz, wo dran steht, bis zu 7 Tage kannst du parken beim Heliplatz. Ja. Was natürlich heißt, wahrscheinlich, dass sie dich auch irgendwo absetzen. Wurde auch länger, oh, hier kommt die berühmte Welle,
wo du auch länger bleiben kannst. Das heißt, versteht ihr? Du willst jetzt meinetwegen auf Nunez wandern. Dann schmeißt der Heli dich da raus und dann wanderst du zurück bis zu deinem Auto oder bis er dich von woanders abholt, wisst ihr? Das heißt, diese Nummer, ich kenne das ja aus Kanada. Ja? Das heißt, für die Leute, die beispielsweise mit dem Boot unterwegs sind, ist noch ein bisschen was, ist ein bisschen was los, ja? Für die Leute, die mit dem Boot unterwegs sind und in den Fluss runter paddeln wollen, der Heli nimmt also wahrscheinlich irgendwelchen Ballast mit, ja? Schmeißt sich dann irgendwo ab. Und dafür wird diese Waage auch sein, denn ich gehe davon aus, dass du für jedes Gepäckstück natürlich ordentlich Monetas berappst. Ja, so ist das. In Kanada war es nicht viel anders, muss ich dazu sagen. Ja, aber das gehört jetzt hier nicht her. Wir sind jetzt hier in Kvikkjokk und wir sind jetzt hier am Wendeplatz der Eli auf den Platz der Fjellstuga. Ja, hier sind wir schon mal gewesen, falls ihr euch erinnern könnt, vielleicht seht ihr so ein bisschen links raus aus dem Dings. Auch hier liegt frisch geschlagene Birke. Na, ich weiß nicht, ob ihr die seht da hinten. Ich wollte hier nur mal eine Runde drehen, weil wir ja schon hier waren. Und das Gute daran ist, zwei GoPro-Akkus sind schon voll. Gut, ne? Hat sich also schon gelohnt, dieses Stück hierher zu bringen? Gelohnt, ja. Wenn Dominik dafür Geld kriegen würde, hätte sich's gelohnt. Gut, sind hier schon mal geladen und gleich die nächsten bei. Ja, die Lampe dauert ein bisschen länger und eine Powerbank, dafür müssen wir 3 Tage fahren. Gut, ich würde vielleicht noch mal an der Kirche anhalten. Vielleicht, da nehme ich euch noch mal kurz mit raus, weil beim letzten Mal lag ja Schnee drauf. Ja, und da sind wir nicht. Da war der GoPro-Stick zu kurz, glaube ich, um dass er da reingucken konnte. Ich war mir gar nicht mehr so sicher. Habe ich das gefilmt? Habe ich das rausgeschnitten oder ist das mit drin? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, jetzt ist die Kirche nicht schneebedeckt. Ich bin gerade entschuldigt, dass ich gerade abgelegt bin, weil so viele Autos hier stehen. Ja? Überlegt mal, gleiche Zeit letztes Jahr, wie ausgestorben der Ort. Kein Schwein da. Ja, wo ich gesagt habe, 2 Autos, aber eingeschneit. Ja? Jetzt, hier ist noch was los. Hier ist auf jeden Fall noch was los. Ja? Und ja, dann werden wir jetzt uns hier nochmal kurz nur ein Rundchen um die Kirche gehen, um dann zurückzufahren zu unserem Schlitzisar. Ja, da stehen wir hier an der Bushaltestelle, an der Kirche, auch ganz interessant, Reifen for Ukraine, wir sind schon unterwegs mit Winterreifen hier, to pacify, to draw attention to the situation in Ukraine, collect donation to support Ukraine, okay. Das haben wir jetzt leider verpasst. Am 24. Juli bis 17. August war ein 25-Tages-Hike von 440 Kilometern. Das klingt ganz stark nach dem Kungsleden. Ja? Von Staatslesko. Baujahr 97 wahrscheinlich. Ich mit dem Tempo mithalten kann in dem Alter, kann ich nicht sagen, ja, aber nur mal einen guten Zweck, ja. Wenn ich hike, dann donätst da gar nichts praktisch irgendwie, aber ich habe auch keine Follower in der Regel. Vielleicht sollte ich auch mal sowas anschlagen, dass wir jetzt nicht ins Lächerliche führen, nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich finde die Idee ja gut, ja. Aber es gibt viele Leute, die aus irgendeinem Grund für irgendetwas aufmerksam machen wollen und dann da zu wandern. Das kennen wir von Forrest Gump schon. Ja. Eli, wollen wir mal aufs Kirchengelände vorsichtig gehen? Und finde ich immer eine ganz gute Sache. Ja. Hat man, schlägt man 2 Fliegen mit einer Klappe, man macht was für sich. Und wenn was bei rauskommt, ja, dann ist es natürlich auch für andere gut. Ja. Ich hoffe, er hat da ein bisschen was einnehmen können. Ja. Und da haben wir sie jetzt mal. Im Sommer hätte ich jetzt fast schon gesagt. Ne? Zumindest ohne Schnee. Ja? Das ist mal das Pendant. Soll ich jetzt hier das gleiche machen wie beim letzten Mal? Dann komme ich ja nicht wieder weg hier. Ne?
Oh, es ist immer das Gleiche. Es ist und bleibt geil. Man kann es nicht anders sagen. Es wird natürlich zu sein. Und ich habe zwar einen Schlüssel vom Samen, aber der ist deutlich kleiner als für diesen Schließzylinder hier. Ja. Eli, wir gehen hier einmal rum. Und diesmal probieren wir nochmal die Nummer, ob wir jetzt reingucken können. Ich glaube, dass ich das beim letzten Mal gemacht hatte, ja? Bin mir nicht mehr sicher. Wir fahren mal den Stick jetzt hier komplett auf Banane aus. Und da schlagen schon die ersten Hunde an, hier im Dorf. Und dann gucken wir mal, was ihr da sehen könnt. So, hoch geht's, Mädels, ja? Und Jungs. Ist was zu erkennen? Spiegelt das ein bisschen? Kann sich sagen. Ich drehe mal. Rechts. Mitte. Links. Ich hoffe, da ist eine Sicht zu erkennen. Ja, dass es was gebracht hat. Ihr habt jetzt die Kirche, hoffe ich doch zumindest, von Quickjock von innen gesehen. Ja. So, ja. Mein Selfie-Stick funktioniert deutlich besser als der fertige von GoPro, bin ich der Meinung. Ja. Ich hoffe, dass ihr jetzt dadurch auch besser sehen konntet, aber mir, auch wenn er schwerer und 10-mal teurer ist. Ja. So, Eli, komm ab hier. Das ist Friedhof, da müssen wir nicht drüber latschen, ja. Das möchte ich auch nicht, sowas unterlassen wir tunlichst. Aber hier habt ihr nochmal die Glocke, wie beim letzten Mal, kennt ihr noch, ja? Jetzt haben wir Montag, ja. Gestern hätte die Kirche offen sein können. Ich vermute mal ganz stark, dass dem so gewesen war, ja. Oh ja. Oh, die ist sehr leichtgängig. Die ist sehr, die passen wir auf keinen Fall an. Ja? Kirche von Quickjock nochmal gesehen. Ja? Das ist dich ordentlich rabbelt, Eli, ne? Akkurat. ein paar Fotos an der Kirche gemacht bei Quickjock. Also jetzt nur für euch, für mich brauche ich einen ja ein bisschen. 27 Mal die Türklinke angefasst, ja. Also für hier Instagram, ja. Für die Follower. Und Eli konnte sich ein bisschen austoben. Er fand das Laub ganz schön, was da auf dem schönen Rasen bei der Kirche lag. Und hat sich da richtig schön den Rücken gebürstet. Ja? Das freut mich natürlich auch, dass auch Eli die Kirche gefallen hat. Ja? Und sonst, um den Platz hier abzuhaken, für alle, die es nicht wussten oder die das noch keinen Kontakt damit hatten, ne? Mit so Hubschrauber-Rundflügen grundsätzlich, Sightseeing-Tours aus der Luft. Wenn ihr davon Fotos machen dürftet, ja, und die auch bei anderen, sprich im Netz, landen würden, dann gäbe es ja für andere Menschen möglicherweise auch keine Notwendigkeit mehr, dort mitzufliegen. Guckt sich die Fotos an und sagt aus, schön, wo steht da? For your own safety. Man könnte auch sagen, for safety of my Geldbörse. Das ist nichts anderes, als wenn ich jetzt praktisch nichts von meinen Touren bekannt geben würde. Oder grundsätzlich gar nichts. Ich sage, Dominik macht einfach eine Tour. Da sind sie alle gespannt. Oh ja, doch, dann machen wir mal mit. Und zeigst du irgendwas, was toll ist, dann sagt einer, oh, ne, habe ich gesehen, brauche ich nicht mehr hin. Ne? So nach dem Motto, zeigst du was scheiße ist, ah, so ein Mist macht der, brauche ich erst recht nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist am besten, wir hatten das mit dem Anwalt, ja. Schweigen ist Silber. Ja, bloß ein bisschen andersrum. Ja. Also, das wollte ich hier nochmal kurz sagen. Ja. Man sollte sich also nicht der Illusion dahingeben, boah, geil, wenn ich jetzt hier meine 360-Grad-Kamera
Kamera mit und klemme die unten an die Kufe dran, irgendwie so nach dem Motto. 30 Teleobjektive, wo ich den Elch mit dem Auge richtig von der Luft. Hier. Das zählt, die Erinnerung. Da müsst ihr dann entscheiden, ob die euch diese paar tausend Kronen wert sind. Gut, es geht zurück zur Milchstraße. zur E45. Ja, wie komme ich auf Milchstraße? Weil ich ihn natürlich auch gestern Abend Papa Elch gefragt hatte, ob sie ein bisschen Rentiermilch für mich haben. Da grabe ich ja immer noch ab. Und er hat mal ganz verdutzt geguckt, hatte seinen Bruder gefragt und so, und der hat sich auch komisch geguckt, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, wollte ich mal trinken jetzt, weil das ist etwas, was ich in meinem Leben leider noch nie geschafft habe und ich es immer wieder versuche, daran zu kommen. Rentiermilch. Ja. Und er sagte ganz früher, damals, was das jetzt heißt, kann ich natürlich nicht mehr sagen, damals haben sie das mal gemacht. Gemacht heißt wahrscheinlich, dass sie das gewonnen haben, möglicherweise, ja, dass es sich gelohnt hat, ich weiß es nicht, aber jetzt nicht mehr. Schade eigentlich, ja. Das ist jetzt nicht der erste Same, den ich danach frage, ja. Ich habe sie in Norwegen durch, ich habe sie in ganz Nordschweden durch, ich habe sie in Finnisch-Lappland durch, ja. Ich stelle jedem Samen, den ich treffe, die gleiche Frage, hast du Rentiermilch für mich? Irgendwann werden die auch denken, so, was ist denn eine zu heiße Dusche, ja. Naja, das ist etwas, was mich interessiert. Und hier nochmal, ja, ich gebe meinen Abonnenten ja so viel zurück hier an Impressionen. Könnt ihr mir auch mal was zurückgeben? Gib mir mal eine Adresse, wo ich Rentiermilch herkriege. Keine Haarmilch hier bitte. Ja. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Ziegenmilch. Ja. Wenn ich da die Möglichkeit habe, dann versuche ich auch diesen Garcian Zickenbart frisch von der Alm zu kriegen. Ja. Das ist zwar richtig penetrant, aber das ist nur mal Ziege. Ja. Und Rentier kann ich mir in der Dose überhaupt nicht vorstellen. Außer Fleisch natürlich. Ne? Rudolf ist, aber die Milch möchte ich gern frisch haben. Ja. Das ist natürlich eine kleine Herausforderung. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Milliardär, ich weiß es nicht sein, um an solche exquisiten Informationen zu kommen, wo man das herbekommt. Aber mit Geld ist ja in der Regel alles machbar. Ne? Geht mal. Also vieles, vieles, nicht alles. Ja, wir hatten das, weil Freundschaft, Glück und Zufriedenheit kannst du dir damit nicht kaufen. Ja, wer auf solche Sachen steht wie Liebe, naja, mein Gott, ja, hier. Das auch nicht, aber so Sachgegenstände. Ich glaube aber, Rentiermilch ist ein so ein Punkt, was man auch nicht wirklich als Sachgegenstand werten kann, weil es ziemlich exquisit ist. Da müsste man schon Schlitzi richtig was bieten in jedem Fall. Hier mit 500 Kronen kommst du da nicht mehr hin. Na, und dann würde der das möglicherweise organisiert bekommen. Dann muss sie natürlich darauf verlassen, dass er nicht irgendwie Kuhmilch nimmt und da reinpinkelt, um dir dann zu sagen, das ist Rentiermilch. Versteht ihr, was ich meine? Weil Fake ist ja heute auch gut an der Tagesordnung. Na? Und um genau alle sowas auszuschließen, würde ich es genauso machen wie damals bei meinem letzten frischen Rentier, was ich bekommen habe. Aber es ist ja auch direkt vom Samen sozusagen, aus der Zucht, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber es ist ja so ähnlich. Ja. Und wir haben hier ein Motorboot auf dem See. Ist ja auch interessant. Wo ist das Wasserflugzeug? Kann ich sehen, so weit weg. Nächstes Motorboot. Ist also schwierig ranzukommen. Ja. Denke ich mal. Vielleicht, auf Russland gebe ich mir wenig Illusionen, dass das da machbar ist. Zumindest, dass ich da nochmal demnächst hinkommen würde. Und mit den Karibus in Kanada, da, ich glaube, das wird auch nichts. Ich bin da nicht so optimistisch irgendwie. Aber ich bin dran an dem Thema. Ich bin dran, ja, aber gucken wir mal. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, hier der Brennholzofen, ja, aus der letzten Folge hätte ich fast gesagt, ja. Und hier haben wir Arenjaka, dieses Feriendomizil mit den 27 Häusern. Wenn ihr jetzt hier runterfahrt, beziehungsweise rein in den Wald, auf der anderen Seite, wo wir in der letzten Folge dort eine ganze Menge Lichter gesehen hatten, ja. Hier kannst du praktisch alles machen, vom Boot über den Helikopter, über die Huskies, über Rentiere. Hier ist sozusagen in der Mitte, naja, in der Mitte ist es nicht, es ist mehr zu Quickjockeen in jedem Fall. Ja. Die Touristen, wie sagt man? Na, Hochburg kann man nicht sagen, aber ich hatte ja erwähnt, dass auf der Straße hierhin zumindest noch mehr Unterkunftsmöglichkeiten sind als nur diese abgebrachte Fjellstube.
Ja, Schrägstrich Jugendherberge. Und das ist dann für die etwas, na, wie soll man so sagen, ja, die ein bisschen mehr Komfort, ein bisschen mehr Luxus haben wollen und ein bisschen mehr Privatsphäre, Schrägstrich eigene Hütchen. Ja. Kann man sich jetzt hier antun, wenn man das möchte, beziehungsweise ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, wenn man jetzt hier längere Zeit verbringen möchte zum Wandern, hat man es relativ nah zur Wildnis. Ja. Der einzige Nachteil dann ist natürlich, dass man nicht mehr allein ist, sondern hier mit zig anderen unterwegs ist. Ja. Sowohl natürlich mit zig anderen umgeben, weil es ist ein Feriendorf. Ja. Das heißt, Wildromantik wird da nicht aufkommen, das dürfte aber klar sein. Ja. Und natürlich auch zur Hauptsaison, wenn die wieder Betrieb haben, mit den, gerade von der schönen Aussicht, die abgelenkt, mit den anderen Wanderern natürlich. Ja, von Stramm geht's los von Kvikjord. Da braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr da irgendwo umfällt. Kaputten Fuß und nicht mehr rausfindet oder euch einschneidet. Das Schneiden passt im Sommer sowieso nicht, aber ne, falls irgendein Notfall ist, da sind so viele Leute unterwegs, ihr werdet keinen Tag allein sein, keine Stunde allein mitunter. Ja, das ist dann, das sind da immer zwei Seiten der Medaille, ja, aber muss man ja hier auch mal beleuchten. Ansonsten sind wir wieder auf unserer Coast Route, ich nenne es hier Highway 1. Ja, für alle, die es mal gefahren sind an der Westküste, ja, ist auch so ein Must-Have eigentlich, Must-See, sollte man mal gemacht haben, wenn ihr es euch erlauben könnt, am besten mit einem 911 GT3 Turbo oder irgend sowas in der Richtung. Ja, das ist, sind so schicke Straßen, die machen einfach Freude zu fahren, die ist ja auch nicht verkehrt. Natürlich auch. Um Elch müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, weil ich denke, den letzten Bullen, der wurde gestern erschossen und der ist nicht mal 3 geworden. Ne? Hat zumindest Opa Elch gesagt, er sagt 3. Ist er knapp 3 konnte er erkennen. Aber wenn ich jetzt natürlich die 2 Hörner sehe, wenn ich jetzt so rechne, geht es natürlich auch, aber ich glaube, Opa hat dafür auch einen Blick, weil er macht ja nur schon ein paar Jahrzehnte damit rum. Ja. Ist das nicht sonderlich alt, und wenn man denn bedenkt, ja, wie groß das, sind natürlich die Beine abgesehen natürlich schon gewesen, ja, aber wie groß das Vieh gewesen ist, ja, nochmal so, was den Unfall angeht vorm Auto, ja, wenn man denn tatsächlich noch der Illusion hinterherläuft, dass einem über die Straße mal was überquert, passieren kann das immer, keine Frage, aber wir wissen die Wahrscheinlichkeit, ja, ist sehr stark gesunken. Da muss ich sagen, das konnte er jetzt natürlich nicht wissen, ja, mit dem Beweis, eine schöne Sache, aber das wäre natürlich noch ein lecker bisschen Fehler gewesen, wenn er die Beine mitgebracht hätte. Da hatte was dran zu knabbern, ja. Und auch je doller, je oller es stinkt, desto besser ist es ja für den Köter. Ja. Für einige Menschen ja auch, also nicht bewerben hier. Und das wäre natürlich ein lecker bisschen. Habt ihr davon mal gehört? Elchbein? Es wird hier nur der Torso, denke ich, hauptsächlich verwendet, weil an den Beinen ja nichts dran ist. Ja, nur ein dünner Knochen, mehr oder weniger. Ja. Das bisschen Muskel ist natürlich ein bisschen was hinten am Hintern. Das hat er auch dran gelassen, aber ich meinte jetzt ab Knie sozusagen. Ja. Da ist ja immer noch ausreichend vorhanden, Unterschenkel. Wäre nicht verkehrt, oder? Und auch aus dem Horn-Paarhufer könnte man bestimmt auch noch was machen. Ja. Interessante Utensilien. Weiß nicht, ja, was auch immer. Also da habe ich nichts erkannt, das wollte ich euch damit sagen, dass er das mitgenommen hat, das wird er da gelassen haben. Also die ganzen Innereien da alles, das ist mir natürlich klar, ja. Hat man also nicht nur notwendig, ne? Es gibt ja Naturvölker, die durchaus alles verwenden vom Tier. Ne? Also er hat es wirklich dann nur auf das Fleisch abgesehen. Und zwar, wenn ich die Fotos da einblende, in jedem Fall nichts mehr davon erkennbar. Das hat er alles da. Und da muss man sagen, da wären sicherlich nur einige Sachen dabei, wo ich mir denke, das hätte man noch nehmen können. Ja, wer so auf Leber steht, ich bin ja kein Fan, ja, aber zumindest ist Lunge, ja, wäre ja möglich gewesen, als wenn man Hunde hat natürlich. Ja, das ist ja nichts anderes, als was bei uns in den ganzen Dosenfleisch drin ist. Guckt ja mal an, wenn wir mal abgesehen, dass der meiste Mumpitz Rindabfall ist, ja, ist ja nicht wenig davon Lunge auch anteilen.
schön Masse mit Füllstoff machen kann. Ja. Und das sind so Sachen, fällt mir dann nämlich ein, die jetzt bei der Jagd da bei ihm jetzt gestern zumindest, bei dem Jäger, ich weiß ja nicht, ob jeder gleich ist, was ich nicht gesehen habe, was ich, wenn ich jetzt darunter aber mitgenommen hätte, beziehungsweise nicht dagelassen hätte. Blase, Darm und sowas, ja. Das, ja. Aber die Hälfte von den Innereien bin ich der Meinung, da hätte man noch was mitmachen können. Ja. Von so einem großen Tier, um das auch wirklich vollends zu verwerten. Das ist ja auch immer so meine Einstellung. Wenn man ein Tier tötet, dann sollte man davon auch wirklich möglichst viel verwenden. Bei dem Fell wollte ich ihn gestern fragen, weil er da so komisch dran rumgezerrt hat. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video erkennbar ist. Er hat sich mehrfach so das Fell, ich weiß nicht, was das sollte, keine Ahnung. Ja. Aber kann man natürlich auch machen. Ja. Nur hätte ich es dann logischerweise gleich abgezogen. So wie das jetzt verwendet, er hätte bloß ein Stück vom Rücken gehabt. Ja. Und wir wollen jetzt hier keinen Yacht-Talk reden, ja, aber darauf wollte ich nochmal kurzzeitig hinaus. Elchverwertung und so weiter. Vor allem wegen dem Hackfleisch. Auch nicht vergessen. Vielleicht kriegen wir jetzt, aber das wäre natürlich Oberbrenner. Stellt euch das mal vor. Ne? Also Schlitzi würde das nicht machen, aber nur Dossi-Opa, ja, der würde wahrscheinlich sagen, wenn das sein Schlüssel ist, ich gebe ihm seinen Schlüssel, der würde dir sagen, pass auf, hier kriegst du den Hintern schicken von mir ab. Das würde ich ihm zutrauen, ganz bestimmt. Das wäre natürlich geil. Wir haben jetzt 16:30 und ist ganz interessant, wie entlang der Straße tatsächlich noch Leben vorhanden ist an den Hütten. Also auch noch Fahrzeuge stehen, noch die Boote im Wasser liegen. Und wir wissen ja, dass es eigentlich um die gleiche Zeit im letzten Jahr komplett anders war. Dass es hier wirklich wie ausgestorben war. Kein Mensch hat sich mehr irgendwie geregt. Ja? Okay, ich darf fahren. Also, wir sind gerade in Diamotis, hier ist die Brücke und ich komme ja Bus nach Kvikkjøk. Ja, Bus nach Kvikkjøk. Jetzt sehen wir mal. Ja, die Linie 47. Ach so, ja, telefoniert sowieso. Also als Busfahrer darf man während der Fahrt mit dem Handy telefonieren, ist alles okay. Ja. War kein Mensch drin in dem Bus. Kein Mensch, ja. Fährt hier die leere Fuhre, fährt hier. Bist du auch ein entspannter Job, oder? Musst du nirgendwo anhalten. Oh, geil. Also für alle Busfahrer, die genervt von ihren Fahrgästen sind, schönen Gruß. Wir wissen wohin, ja. Hier hast du eine richtig entspannte Route. Mit schöner landschaftlicher Aussicht. Aber genau, da wollte ich dann noch hinaus. Ja, hier ist ganz interessant, finde ich. Ja. Die müssen ja, denn das im letzten Jahr im Urin gehabt haben oder wie auch immer, die sehen, okay, jetzt kommt der Schnee und dann pst, so nach dem Motto, alle innerhalb von 1-2 Tagen weg hier. Wisst ihr? Jetzt haben wir die Brennholzding verpasst hier. Egal, es ist schon zu dunkel. Dämmert schon, also Wolken ist heute ziemlich. Ne? Die krasse Sache eigentlich, ja, wie schnell das gehen kann, dass sich hier die Besiedlung so stark ändert. Und dann wäre natürlich die Frage, wo die alle hinflüchten. Ja. Denn vorne, wo wir jetzt hinfahren, an Richtung E45, zu unseren beiden Freunden oder einem, wem auch immer, da bist du ja noch hingekommen mit dem Auto. Ja. Aber diese 100 Kilometer Straße auf einer vereisten Piste hier zu fahren, wofür? Ja, wenn du hier nicht wohnst, du musst dich ja überlegen mal. Verpflegen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Weil Arbeit hast du ja dann nicht, wenn du nicht zu Hause irgendwie, verstehst du? Als Rentierzüchter jetzt, Elchjäger, ja, weiß nicht, ob man davon wirklich leben kann jetzt hier. Denn in der Einöde, also wir werden wahrscheinlich nur irgendwo eine Nebenwohnung haben, denke ich mal, ja. Oder also Hauptwohnung, ja. Vielleicht Jokkmokk oder so. Kann ja sein, dass das denn hier nur die Sommerresidenz ist. Entschuldigung. Da hatten wir schon mal spekuliert. Ja. Genau. Und eigentlich wollte ich noch gerade irgendetwas anderes sagen. Ach so, genau. Ich hatte nämlich eben mal geschaut in den Wetterbericht. Ja. Oh, da muss ich aufpassen. Habe ich ja meine mobilen Daten ausgemacht. Fatale Sache.
komplett anders, man. Wir kennen das. Es ist wie zu Hause, ja. Denn, oh Wunder, wir haben heute 7, fast 8 Grad. Das ist Wahnsinn, ja. Prognostiziert waren, wissen wir noch, wo ich letztes Mal Wetterbericht angeguckt hatte, auf Berg oben, haben sie gesagt, heute sollen es 1 Grad und nachts minus 2, minus 3 sein mit Schneefall. Jetzt haben wir plus 7 und nachts auch nur so um die 0 ran, ja, gerade mal so. Und das ist das ganz Wichtige, angeblich, ja, also für diese Region, wir wissen, dass das grundsätzlich stimmt, aber es geht ja jetzt um den Wetterbericht, nicht um die Realität, sondern um diese Prognose. Ja. Soll es hier für mindestens eine Woche keinen Niederschlag mehr geben? Das ist mal was, ja. Das ist natürlich ein Ansporn, nochmal zum Skifahren zu laufen und sich denn da oben nass regnen zu lassen oder einzuschneiden. Ja, ist immer mal denken, das ist ein bisschen was anderes, aber wir reden ja jetzt hier wieder. Wir sind ja jetzt unten im Tal. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viel Meter Höhe wir jetzt überhaupt haben, wäre auch mal interessant. Ja. Was möchte ich damit sagen? Dass nicht, dass sich der Wetterbericht, das kennen wir, ja, jeden Tag ändert und auch die Prognose, sondern dass die Varianz ja extrem krass jetzt daneben liegt, sozusagen. Ja. Also es wird nicht schlechter, sondern besser. Das ist ein Ding. Ja. Kommt uns jetzt, also wenn das jetzt wirklich so stimmen sollte, das werden wir ja dann erst sehen, wenn es gewesen ist. Ja. Kommt uns denn aber tatsächlich zugute. Also würde. Also, sowohl was das Schlafen angeht, nachts wäre schön, wenn es nicht regnet, weil dann müssen wir kein nasses Zelt einpacken, als auch tagsüber natürlich, könnten wir natürlich schön filmen, wenn wir dann irgendwo wandern. Ja, das war also. Ich hatte jetzt mir aber gedacht, in Anbetracht dem, was wir jetzt beide durch haben, vor allen Dingen auch um Eli hier, den armen kleinen Gnomen ein bisschen zu pflegen, ja, machen wir erstmal mindestens 2 Tage Wanderpause. Ja, das heißt, keine Rucksacktouren und so weiter. Schaffen wir sowieso nicht, weil morgen wäre Jokmok dran, ja, und dann müssen wir uns erstmal, gucken, wohin fahren und so weiter. Und dann wieder, ja, dann müssen wir mal gucken, was dann abgeht, mal als Prognose. Was mir allerdings überhaupt nicht gefällt, ist die Sache mit dem Rucksack. Das ist auch neu für mich, muss ich sagen. Ich hatte, es ist, glaube ich, sehr, sehr lange her, ich kann aber nicht mehr sagen, ob das Kaika war, kann ich nicht sagen. Ich hatte mal auf einer Tour, hatte ich mir mal einen Rucksack sozusagen ausgeliehen. Wir haben mal umgepackt, ja, weil mal jemand meinen tragen wollte. Und es waren 4 Reven, das weiß ich noch. Ich hatte einen 4 Reven, aber es ist schon so lange her. Tut mir leid, ich kann nicht mehr sagen, was es war, aber es war ein großer Trekking-Rucksack. Möglicherweise war es ein Kaiker, keine Ahnung. Aber zumindest habe ich nicht Erinnerung, dass ich dieses Problem mit den Schultertrageriemen, mit dieser Verstellung hatte. Überhaupt nicht. Ja. Der ließ sich damals tragen, ist ja nicht noch so, es war nicht so schwer. Was hatten wir vielleicht? Ich schätze mal, es waren vielleicht knapp 20 Kilo drin oder so. Und jetzt hat mich das ja jetzt sozusagen voll beeinträchtigt, sagen wir es mal so. Das auch schön, ja. Ihr müsst mal eigentlich mal ein Foto machen von dieser Felswand. Ich glaube, das werde ich jetzt machen. Ich mache erstmal ein Foto von ihr, bin ich der Meinung. Weil dieser Fels hat mich letztes Mal schon gejuckelt. Ja. Und hier war, glaube ich, ein privater Badestrand, wo wir nicht ranfahren dürfen. Nee, hier war keiner. Hier ist nur eine Parknische, wo wir nicht parken dürfen. Aber hier machen wir erstmal, gehe ich mal ans Wasser und mache mal ein Foto. Die Minute, die gönne ich mir jetzt so kurz hier mit dem Tele, nur über den See raus. Und ja, ist ja gut, Eli. Aber was ich noch kurz sagen wollte, das hat mich ganz schön... Also das beeinträchtigt mich ganz schön, versteht ihr? Weil wenn ich die ganze Zeit was trage und mir tun die Schultern weh, links oder rechts, spielt gar keine Rolle, weil sie die Druckknöpfe lösen. Denn jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, hatte ich das für eine Fehlkonstruktion. Ja, ich hatte es erwähnt. Da weiß ich nicht, wie sich das jetzt auf zukünftige Touren machen soll, wisst ihr? Also ich muss ja sagen, ich bin auch nicht bereit, jetzt hier nochmal irgendwie 50 Kilometer mit einem scheiß Ding zu laufen. Da habe ich echt keinen Bock drauf, das muss ich so sagen. Da müssen wir uns mal was überlegen, was wir denn noch machen. Denn logischerweise, ich habe Eli jetzt aus und Platz. Platz, Eli. Platz. Denn logischerweise, ich habe einen großen dreckigen Rucksack mit mir, passt ja gar nicht ins Auto rein. Und noch einen kleinen Tagesrucksack. Ja. Der hat keine großen Verstellmöglichkeiten, da kann auch nichts kaputt gehen, ja, oder abfallen, bin ich ganz ziemlich sicher. Den nutze ich auch schon seit einigen Jahren. Ja.
Also, da müssen wir mal gucken mit dem Trekking-Rucksack. Das ist ein bisschen scheiße, was da so wie sich das anfühlt, wird es wahrscheinlich auch bei 20 Kilo ausreißen oben an der Schulter. Ja? Nicht nur bei 35, weil das ist nicht fest. Das, da reicht ein ganz kleiner Zug und dann warst du das Ding in der Hand sozusagen. Ja? Das gefällt mir gar nicht. Das ist das Einzige, was ich seit der Tragetortur mir im Kopf rumschwört. Wie sollen das jetzt erst in den nächsten Tagen werden, wisst ihr? Ich habe mal wieder Ausrüstung mit, die sich herausstellt, voll viel Tinnef ist. Ja, jetzt wird einer sagen, jetzt machen wir das mal in den Tage warten. Wir hatten es erklärt, ja. Solche Erfahrungen kommen nur durch Ausprobieren. Wenn ich die ganze Leben lang auf der einen Schnitte rumreite, dann... Vergesst es, ja. Was ich damit sagen möchte ist, man muss Dinge auch mal ausprobieren, damit man zu solchen Erfahrungen kommt. Ganz einfach. Und ich bin nun mal Produkttester, ja, von Lebe auf, ja. Und deswegen mache ich sowas. Deswegen tue ich mir das auch leider immer wieder an. Ich wollte euch nur meine Gedanken mitteilen, die mir die ganze Zeit so im Kopf rumgassen, die so ein bisschen diese Tour-Sache noch beeinflussen. Ja. Und da ich jetzt nicht parke wie die Frau gestern Abend, werden wir jetzt natürlich hier waagerecht zum See stellen, damit wir da nicht reinrollen. Auf dahin. Boah! Das hat sich aber schon... Habe ich ja wieder ein schönes Fleckchen entdeckt zum Fotografieren. Oh, herrlich, ne? Das ist... Und kennt ihr Treibholz? Ja? Oh, das ist... Alter, können wir richtig den ganzen Tag am Strand rumlaufen und gucken mal, was ich gefunden habe. Wir sind hier am See, ist ja wie ein Meer praktisch, ja. Und was ich für schöne Stücken gefunden habe. Guckt euch das mal an hier. Und das ist alles so schön rund geschliffen. Die ganzen Kanten. Guckt euch diese Maserung an. Oh, das ist doch geil, oder? Ist, Holz ist der geilste Werkstoff überhaupt, das müssen wir nochmal sehen. Ne? Und gleich danach kommt geil Metall. Ah, das ist geil. Also muss schon sagen, guckt euch das an hier. Der Hammer, ne? Muss ich mitnehmen, weil wir haben noch nicht genug Holz in der Karriere drin, ja? Wir können hier bald einen Verbrenner reinhauen, dann fahre ich auch mit Holz, ja? Ich weiß nicht, es juckt mich irgendwie an. Ich kann nicht alles mitnehmen jetzt, ja? Irgendwie, ach gut, jetzt... Oh, das liegt so richtig schön weich. Es ist wie Watte, nur fest. Geil, ja. Also man findet immer wieder schöne Sachen, auch entlang der Straße. Man muss nur den Blick haben und sich einfach mal die Zeit dafür nehmen, nicht so wie andere vorbeizurauschen. Oh, da lagen riesen Elche hinten auf dem Trailer. Die machen ja alle Elchfahrt. Krass. Vielleicht sollte man die mal fix hinterherfahren. Das machen wir. Jetzt festhalten, Eli. Ein paar muss ich beeilen. Festhalten. Den kriegen wir noch. Weil wir haben es ja noch ungefähr 50 Kilometer bis zu unserem Kumpel. Und da interessiert mich jetzt natürlich schon, ob die alle da wohnen. Ja. Und da noch mehr Elche hinfahren. Oder ob die das so, und ob die das so machen, wie er mir das gestern berichtet hat, dass sie vor dem Winter sich nochmal ordentlich was einbechern. Ja. Weil im Winter, hat er gesagt, geht er auch nicht aus der Elche. Jetzt ist Zeit. Deswegen knallen die ja alle wie wild durch die Gegend wahrscheinlich. Deswegen sehen wir so viele Jäger. Und deswegen fahren die Leute hier. Kannst du jeden Verdächtigen, der einen Hänger hat, einen langen Hänger natürlich, die sind, oha, ich habe schon gar keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr, mein eigenes Auto. Der so einen langen Hänger hat hier, mindestens 2,50 sind die alle. Mindestens, ja. Musst du schon haben, aber auch. Dass sie Elche holen. Ja. Jäger also. Und er hat ja auch gesagt, Jäger ist ja jeder. Da kannst du knallpengen, hast die Knüfte und dann kannst du losrennen. Praktisch. Sicher wird es eine Auflage gehen, aber wisst ihr, was ich meine, ja? Ist jetzt hier kein, ist populärer Volkssport. Und da hat er gesagt, auf seinem Hänger, weil ich gesagt habe, der Bulle passt ja, der Dreijährige passt gerade so drauf. Und dann hat er gesagt, ja, wie setzt du das mit dem Größeren? Machst du den auf den gleichen Hänger? Und dann hat er ja, das habt ihr, glaube ich, noch gesehen, ne? Oh, ja, du hast geschissen. Entschuldigt. Das ist ja. Was hast du denn gegessen? Wikingerröllchen? Hat er so gezeigt mit den Händen, wo Vorder- und Hinterteil hängen. Und beides natürlich über den Trailer hinaus. Ja. Dann brauchst du aber, glaube ich, wirklich Spannworte. Da musst du ja irgendwie hochbinden. Ja.
was ich jetzt natürlich, oh, der hat einen Zacken drauf, der hat einen scharfen Zahn drauf. Die fahren alle nicht so langsam wie ich hier mit meinen 85. Ne? Also ich bin auch nicht bereit, schneller als 95 zu fahren, muss ich sagen, weil dann entgeht mir hier zu viel. Schade eigentlich, den hätte ich jetzt gern den Jäger verfolgt, wisst ihr? Vielleicht ist da irgendwie so eine, kann ja sein, Schlachttreffpunkt, wisst ihr? Wo mehrere hinfahren. So ein Vieh hängst du ja nicht einfach mal so, ne, wie der Normaljäger jetzt bei uns. Und Wild, Bock, Reh, Hirsch, Keiler selbst, ja, wiegt was, aber vom Platz her, aber nur stell mal vor, du musst den Elch erstmal aufhängen. Die hängen die wahrscheinlich gar nicht auf, ja. Denn danach habe ich ja auch schon geschaut, irgendein Dreizackfuß, ein Kran, eine Winde oder irgend sowas, wisst ihr, womit du die hochhängst und damit du die dann bearbeitest. Die Dinger sind wahrscheinlich zu groß, die werden das auf dem Boden machen, denke ich mal. Ja, oder direkt gleich auf dem Trailer und da zerlegen. Man weiß es nicht. Aber das hätte mich jetzt mal interessiert, der weitere Fortgang. Ne? Wir haben jetzt den Punkt gesehen, Elch geschossen, auf Trailer geladen, selbst mit angefasst, dreckig gemacht, Hörner gekriegt und jetzt wie es weitergeht, versteht ihr? Die Stückchen. Nicht, dass ich jetzt was abhaben will, aber so ein bisschen. Also ich würde, ganz ehrlich, ich würde ein bisschen Geld dafür geben. Grundsätzlich, ich würde einfach ein bisschen zahlen. Ja? Wenn ich ihn jetzt frage, ich gebe ihm jetzt, sagen wir mal, was weiß denn ich, 200 Kronen, ja? Und sage, ich würde jetzt dafür gern 2 Stück Steaks haben. Ja, das ist doch fair, oder? Hier, groß. Natürlich, ja. Dicke. Würde ich machen. Ja. Aber dann würde ich ihm wahrscheinlich seinen Wintermahlzeit wegfrissern. Das will ich natürlich auch nicht. Ne? Aber ich bin zumindest, deswegen juckt mich das jetzt gerade nicht, dass ich wundern höre, warum fährt er jetzt hier so einen Verrückten hinterher? Kennt er gar nicht, mit Elchhänger und so weiter. Weil vielleicht kriege ich irgendwo frisches Fleisch, wisst ihr? Weil das hat mich gestört in Jokkmokk, dass ich da nichts bekommen habe. Das war einfach ein mieses Angebot. Praktisch nichts. Ist ein Supermarkt, ist ein ICA, ja. Wir können jetzt nochmal in den Coop gehen. Im Coop war es ja die andere, hat ja gesagt. Und ich würde gerne nochmal ein frisches Stück Elch irgendwo her haben. Wisst ihr? Nach Möglichkeit nicht aus dem Tiefkühlregal. Ich meine, wenn es sein muss, dann ja. Aber dann sollte es wenigstens eine halbwegs Qualität haben. Ja, nicht wieder so ein Ding mit hier Gulaschlunge oder sowas, ja, was Abfall ist, sondern wirklich ein gutes Stück Fleisch. Und dafür wären die doch prädestiniert, wisst ihr? Ich werde in jedem Fall fragen. Das werde ich machen, wenn man jetzt hoffentlich bald sehen. Ich kriege die nicht mehr. Ich fahre jetzt schon seitdem wir erzählen, fahre ich jetzt schon 110. Keine Chance. Der ist weg. Seht ihr? Ah, hier, mit nichts mit schwedischer Gemütlichkeit. Das ist alles wie essenzeitig. Ah ja, gut. Ach, da vorne, ich sehe die Rücklichter. 1 Kilometer. Den kriegen wir vielleicht doch. Ja. Dominik, ist es scharf auf Elchrack? Nee, jetzt im Ernst, ich möchte ein schönes Stück haben. Das ist jetzt eigentlich mein Ziel für die nächsten Tage. Und da müssen wir sagen, da waren wir in Finnland besser bedient. Ne? Was Rentier zumindest angeht. Rentier haben wir da richtig gute Wurst bekommen und so weiter. Und das war ja auf der letzten Tour, haben wir schon gesehen. In Schweden hat es alles ganz stark abgenommen, was frisches Fleisch geht, wo ich entsetzt war, was angeblich so viele Elchchen. Ja, wo sind sie denn alle hin im Supermarktregal? Keiner mehr da. Ja? Und jetzt haben wir die Geduld. Jetzt kriegen wir ja nichts mehr. Das Einzige, was ich kriege, ist Elchhack. Aber da muss ja jedes Mal Pasta machen. Das ist jetzt auch nicht mein Superziel, wisst ihr? Sondern ich möchte mal ein Steak haben. Du musst jetzt kein Entremetier sein, aber versteht ihr, was ich meine? Ja, ein schönes, saftiges Stück Elchfleisch wäre mein Ziel. Und offensichtlich kriege ich das nicht im Supermarkt. Ansonsten müssen wir morgen in Jokkmokk mal schauen, ob es irgendwo einen Fleischer gibt. Es gibt bestimmt und er kann mir bestimmt was sagen. Deswegen werde ich ja, ist das jetzt ganz gut, dass wir da nur machen, wenn ich nochmal anhaue, wo wir das herbekommen, wo ich möglichst frisches Fleisch kriege. Und vielleicht erkennt er, wenn er seine Dollarzeichen wieder mitzieht, dann sagt er, ey, Moment mal, da kann ich doch weiterhelfen, weißt du. Würde ich machen. Allerdings hier nicht hier mit 500 Crowns, dann kann er sich den Schlüssel, dann nehme ich den Schlüssel vor seinen Augen und schmeiß ihn in den See. Dann will ich mal sehen, wie er dann guckt. Ja, dann sage ich, ja, mein Freund, jetzt dir mal lieber ein besseres Angebot einfallen lassen. Schon wieder Kommando zurück. Es ist wieder alles anders. Bei Dominik ist permanent Planänderung. Ich muss wieder anhalten. Ich war dem Elch so dicht auf die Spur und dann ging es nicht. Wieder was Neues gesehen. Oh. Da unten liegt eine richtig geile Wurzel. Kennt ihr das?
Oh, so eine richtig schön glatten Wurzel. Ein Riesending, brauche ich einen Hänger für. Weißt du, wie geil die zu Hause aussieht? Oh, nun weiß ich, ja, ich soll die Landschaft nicht plündern, mache ich ja auch nicht. Das ist ein Stöckchen. Die anderen Beine habe ich übrigens wieder zurückgelegt. Ich habe jetzt nur noch diese. Ja, das war sowieso ein Stück Brennholz. Das dürfte klar sein. Ja, das ist jetzt hier. Das hat schon jemand aus der Natur geholt und ich reich's nur weiter. Ja. Und der hat mich jetzt nur mal, werde ich auch wahrscheinlich wieder weglegen, ja. Ist noch so leicht klamm, aber so schön rund. Guckt euch das an, ne. Und was ich jetzt gefunden habe, das seht ihr jetzt nicht. Ein Stück Sandstrand. Jetzt ohne Scheiß, Sandstrand. Aber richtig guten Sandstrand. Dummerweise direkt an der Straße, aber wieder positiv. Ich lasse mal laufen und drehe euch mal rüber. Vielleicht seht ihr denn so ein bisschen, wenn wir so zurück... Ach, da kann man nicht gucken. Ach, ich nehme euch kurz raus. Ich muss euch kurz rausnehmen, sonst seht ihr das nicht. Es wird schon dunkel. Scheiße, es ist schon 17.15 Uhr. Aber hier, guckt euch das an, da hinten. Seht ihr das? Rechts, also jetzt auf 12 Uhr, direkt zwischen den drei Birken durch. Das ist akkurater Sandstrand. Ja? Ist jetzt ein bisschen schräg irgendwie, ja, aber... Wisst ihr... Das ist ein Zeltplatz, da hast du eine Aussicht, total geil. Ja, also über den ganzen See hier, die Straße ist ja nicht so frequentiert, muss man sagen, das geht ja. Ja, es ist jetzt hier keine Fernverkehrsstraße in dem Sinne. Könnte ich also mit leben, was will ich damit sagen? Wir wären heute definitiv nicht weit gekommen und hätten jetzt hier schon einen super Übernachtungsplatz gefunden. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ich bin jetzt gar nicht hier mit Navigation involviert. Wie weit ist noch bis zu unserem Ziel? Da müssen wir mal gucken. Ja, offenbar besteht keine Internetverbindung. Das ist mir auch klar. oh nein, der ist wieder komplett abgestürzt. So, wie weit haben wir es noch? Ei, noch 40 Kilometer. Scheiße. Entschuldigt. Mist. Das ist zu weit. Das kann ich nicht wieder zurückfahren. Also kann ich schon, ja, aber dann ist es dunkel, dann habe ich ja gar nichts mehr davon. Das ist ein 100 Meter Sandstrand. Jetzt ohne Mist. Der ist zwar nur 4 Meter breit, aber das ist hier ein Unikat offensichtlich gewesen. Deswegen haben sie nämlich direkt den Parkplatz da gemacht. Es war direkt, hab ich ja gerade drauf geparkt. Ne? Direkt. Und schon, ich saß hier nur. Es ist geil, die Einheimischen haben sich gleich wieder eingeheimst. Da geht der Sandstrand weiter und stehen mindestens 10 Hütten. Aber dieses Stück, bin ich der Meinung, war nicht privat, da war ja ein öffentlicher Parkplatz. Ja? Da hätten wir uns jetzt hinknistern können. Wäre eine super Stelle gewesen, wenn man jetzt natürlich bedenkt, wie weit wir denn heute gefahren wären überhaupt. Also wie weit wir gekommen wären von unserem letzten Übernachtungspunkt. Das ist nicht besonders viel, ne? Das sind 50 Kilometer ungefähr, wenn man jetzt mal das abzieht von Quickjog hin zurück und so weiter. Ja. Das stört mich ja nicht. Ist halt so, ja. Seht ihr ja, ich reagiere auf Impressionen, Eindrücke, die mir da in der Straße und dann bin ich spontan und sage, hier ist es. Jetzt kann ich leider nicht ganz so spontan sein, da wir ja hier unseren Klaus noch haben vorne, weißt du, in 40 Kilometern. Das ist jetzt ein bisschen negativ, wobei das auch wieder positiv sein kann. Wie gesagt, mich juckt der Elch. Ja, das müssen wir machen. Ich habe mir die Stelle abgespeichert. Ja. Natürlich auch die Koordinate genommen, dass ich sie noch mal wiederfinde. Denn ich muss zugeben, wenn ich mit anderen fahre, nicht, dass ich denn nichts mitbekomme, nichts falsch verstehen, aber hier ist wieder gerodet worden. Hier ist Kahlschlag, aber hier ist alles blank links und rechts. So kommt natürlich auch Sandstrand zustande. Seht ihr das? Ein Haufen Sanddünen. War logisch, ja. Wenn kein Bodenreich mehr da ist, nennt sich Erosion. Ja. Dann sehe ich mit anderen nicht ganz so viel. Ja, also ich kann mich nicht auf mein Umfeld konzentrieren, wisst ihr? Ich bin ja denn dabei, mit denen zu erzählen, im Gespräch vertieft teilweise. Ja. Und das ist ja auch immer sehr interessant mitunter. Ja. Und wenn ich jetzt alleine fahre, deswegen mache ich das ja auch natürlich, ja, um Dinge herauszufinden. Also ich muss ja für die nächste Tour schon was vorplanen und so ein bisschen immer Punkte suchen. Denn wenn du mit anderen unterwegs bist, fällt einem tatsächlich nicht so viel auf. Das ist leider so, aber das ist halt so, wie es ist. Ganz einfach. Peng, ja. So
mehr auf und weiß beim nächsten Mal, alles klar, wenn die Sonne scheint, wenn du ein gutes Plätzchen hast und hast hier ein paar Brandstoffe dabei, dann kannst du der Meute sagen, pass auf, mit 40 Kilometern setzen wir uns an Sandstrand. Und die sagen, was, Sandstrand, wie geil ist das denn? Wo kommt denn der her? Woher weißt du das? Und sage ich, ja, mein Freund, ne, weil ich dich auskenne. So sieht's aus, so ist es ja aber auch. Ja, das muss man mal sagen, ganz ehrlich. Deswegen wäre es jetzt schön gewesen, da zu übernachten. Hätte mir Spaß gemacht. Und hier übrigens, ja, muss auch nochmal eine Lanze brechen für alle Feuerfans, nachdem ich jetzt im Akze, fast schon hätte ich gesagt, zumindest im Saal die Sache ein bisschen verteufelt habe, aufgrund der regionalen Lage und des Fjells und so weiter. Hier am Sandstrand, wir sind hier mitten in den Bäumen und das ganze Ufer lag voll davon. Da passiert ja nichts mit. Das vergammelt ja maximal. Ja? Und im Winter wird es von den Eismassen, der See friert ja gnadenlos zu, zermatscht. Da bleibt nicht mehr viel von über. Im nächsten Frühjahr wirst du diesen Stock nicht mehr finden. Und da gehe ich denn, würde ich hier auch schön d'accord mitgehen. Ich habe jetzt keine Notwendigkeit, aber ich wollte es jetzt nochmal so kurz erklären. Ja? Wenn er hier so am See sitzt, am Sand, ja, Sandufer ohne Bodenvegetation, sondern halt, ne, nur reine Gesteinskribbelitzel und hab dann Totholz. Tja, einen besseren Platz zum Feuer machen gibt's ja gar nicht, oder? Das Holz ist schon, naja, wenn's jetzt, es sollte natürlich trocken sein, ja? Einiges davon ist es ja auch trocken, was da schon weiter oben lag, kann man raussortieren. Ihr habt Holz, müsst euch nicht drum kümmern, das brennt wie Zunder schnell an, weil es schön klein ist, es muss nichts gehackt werden. Ihr habt direkt am Wasser da, das heißt, falls mir auf was anbrennen sollte, was das Wort ist, wäre das doch überhaupt gar kein Problem. Ja, und alles ist schick. So viel nochmal, solche Orte darf man jetzt natürlich nicht auf Deutschland ummünzen, also sollte man nicht auf Deutschland ummünzen oder grundsätzlich auf den Rest von Europa zu meinen, man könnte am Strand ein Feuer machen. Diese Idealvorstellung, ja, die ich ja auch immer ganz gern aus Kalifornien und Co. mitnehme. Ja. Denn das ruft in jedem Fall sofort die Behörde auf den Plan, ja, hier irgendwo da ein anzündet. Spielt gar keine Rolle, ihr könntet ja sagen, pass auf, ich habe mir das Holz selbst mitgebracht, ja, und wir hatten das schon mal, außer dass du da zufälligerweise Glas herstellst auf dem Sand, ja, durch die Hitze, das ist jetzt ein Spaß, ja. Passiert rein gar nichts, rein überhaupt gar nichts, ja. Und da kann ich es auch nicht verstehen, dass man nicht mehr so eine Feuerbox, Bushpot, Stove, wie auch immer, wie sie nicht alle heißen, ja, hier mein Solo-Stove zum Beispiel, warum man die nicht nehmen dürfte, mit zu befeuern, um da sein kleines, loderndes Licht zu machen, was einem wärmt und Essen zubereitet, ja. Das ist eigentlich Bullshit, muss man sagen, aber hatten wir, ja. Wenn er hier übrigens im Winter unterwegs sein, ja, und da findet er ja auch trockenes Holz im Winter, keine Frage, ist ja frostgetrocknet. Und dann kannst du praktisch überall ein Feuer machen auf der geschlossenen Schneedecke. Das ist ja gar kein Problem. Und da schädigst du praktisch gar nichts mit. Du musst natürlich gucken, stammst das Feuer schön fest, dass das Ding natürlich nicht einsinkt, das heißt aufweicht und dann euer Pott immer tiefer geht. Ja. Und dann kannst du wunderbar im Winter auf so einen Tagesausflug, wenn du dir die Zeit und Muße nimmst, das dauert natürlich ein bisschen. Ja. Aber dann macht sich ein Feuerchen auch immer sehr entspannt, mal die dicken Handschuhe auszuziehen und nochmal schön die Hände dran zu wärmen. Das ist wirklich sehr angenehm und das mache ich auch. Ja. Also auch im Winter musst du, was Bodenvegetation angeht, nicht darauf achten. Der einzige Nachteil denn daran ist, du solltest in jedem Fall was Warmes für den Hintern mit haben, wo du dich draufsetzen kannst. Ja. Was vom Schnee isoliert. Das ist immer das Einzige, dass du da keinen Hocker hast. Das ist immer mitten in der Wildnis, würdest du dir manchmal einen Stuhl wünschen, um dann ein Feuer zu machen im Winter. Ja. Was denn manchmal geht, natürlich, wenn du eine Hütte findest. Also so ein Halbding irgendwie. Aber das ist ja ein bisschen selten. Gut, haben wir das Thema auch nochmal abgehakt. Wie es geht weiter im Text hier. Wir sind schon eine ganze Menge Kilometer heute gefahren, aber wenn man das jetzt mal so betrachtet, sind wir noch nicht weit gekommen, weil wir praktisch kein Ziel erreicht haben. Auf dahin. Seht ihr jetzt nicht, weil ihr mich leider angucken müsst. Ja, aber der Himmel vor uns wird schon leicht violett gerade. Ja. 17:35 Uhr. In einer halben Stunde ist Sonnenuntergang. Und da fällt uns natürlich ganz spontan ein unser Rastplatz an der E45 Laponia. Ja, der kurz vor Jokkmokk ist, hatte ich gesagt, ja, am Kraftwerk da, am Stausee. Mit den tollen Ausblicken aufgrund der richtweisenden Lage. Ja.
Kurven, ne? Nicht in der Richtung des Sonnenuntergangs, denn wir fahren jetzt nach Südosten, sondern natürlich in der entgegengesetzten. Die Sonne geht da unter, aber es wird ja da hinten dann besser, alles klar. Was mir noch eingefallen ist, zu dem Treibholz hier. Ja, es bin mir nicht ganz sicher, in welchem Bundesland es war. Thüringen, Sachsen, vielleicht sogar Bayern. Ich weiß es nicht, ich glaube es war Sachsen, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Steht aber zumindest in der im Landeswaldgesetz drin, dass du Leseholz sammeln kannst. Also nicht Holz für Bücher zu Man könnte auch sagen, ey, was ist denn da los? Das ist ja auch nicht verkehrt. Stand ein Wohnmobil mitten im Wald hier. Der hat schon seinen Platz gefunden. Warum nicht? Gut. Genau, das Leseholz, also Sammelholz, man würde sagen Totholz oder wie auch immer, ja, aufsammeln kannst für den eigenen Bedarf. Ganz wichtig. Muss man gucken, in irgendeinem Landes... Oh, Entschuldigung. Steht das drin? Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte das deswegen abgespeichert, weil das vermutlich einmalig in der Bundesrepublik Deutschland ist, dass es das sonst nirgendwo anders gibt, dass es erlaubt ist, Holz aus dem Wald herauszunehmen für den Selbstbedarf. Ja. Leseholz, wohlgemerkt, heißt es da. Und vom Fachtermini tendiere ich zwischen Sachsen oder Thüringen irgendwie so. Aber schlag mich nicht tot. Für alle, die dies interessiert, können da mal nachrecherchieren. Es gibt also die Möglichkeit, irgendwo Holz offiziell zu sammeln, ohne dass man verhaftet wird. Ja. Aber das ist relativ einmalig. Auf dahin. Der Sonne entgegen, hätte ich fast gesagt, aber wir fahren ja von der Sonne weg. Ja, ich bin jetzt hier dieses Dorf einmal durchgefahren, was er mir jetzt genannt hat. Jetzt muss ich wieder die rechte Seite anschauen. Er sagte 500 Meter vor dieser Einmündung. Das wäre ziemlich genau jetzt eigentlich. Aber das ist rechts ein Protzpalast, da wohnt ihr auf keinen Fall. Jetzt kann es hier nur irgendwo hier rechts sein, ja. Wo der... Ich suche das Auto, ja, einen anderen Anhaltspunkt haben wir. Der hat mir keinen Namen, was ja auch ganz clever gewesen war, ja. Also ich meine, man kann ja auch einfach eine Hausnummer sagen oder so, ne. Aber zu sagen, ja, du findest uns 500 Meter auf der rechten Seite. Na, herzlichen Glückwunsch, das kann überall sein, ja. Vielleicht sitzt ja auch wie Tante Emmerich am Straßenrand, vielleicht steht ja sein Auto auch in der Garage, dann sehe ich es überhaupt nicht. Aber das ist jetzt zumindest hier und ich sehe, nee, ich sehe hier kein Auto, aber das ist, das ist nervig. Macht man sowas, wenn man jemanden... Ich hatte gedacht, das wäre eindeutiger, wisst ihr? Weil er sagt 500, alles klar. Weil er geschrieben hat, du siehst uns auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Also jetzt auf der rechten sozusagen. Ja. Tja, die Frage ist, wann man den sieht. Ja. Und wie auffällig das ist, vor allen Dingen, wenn es dämmert. Ja. Ich gucke ja die ganze Zeit nach seinem Auto und Trailer oder sonst irgendwas. Aber bislang tote Hose. Und das sind ja alles ziemlich schicke Grundstücke. Und jetzt hält sich böse klingen. Aber so sah mir irgendwie gar nicht aus. Ja, das kann natürlich auch täuschen. Ich habe hier nach so einem modrigen Haus geguckt, wo eine Kerze brennt. Scheiße. Das sind ja alles riesen Protzpaläste hier. Da wohnt doch der nie im Leben, ey. Vielleicht soll ich schicke dir gleich mal einen Text rüber, dass er mir mal die Nummer geben soll. Beziehungsweise ich rufe den mal an. Wenn ich über einen Text schicke, da kriege ich ja ewig keine Antwort wahrscheinlich. Aber das mit den 500 Meter stimmt auf keinen Fall, weil wir sind wir schon über einen Kilometer gefahren, wenn überhaupt seine Streckenangaben passen. Ich weiß nicht, ob er das so sieht, ne? Aber das sind hier alles schickimicki schwedische Grundstücke mit Golferrasen, Fahne oben drauf, Gartentempel, wisst ihr, ja, wir kennen den Standard, dieses Spießerding. Und so sieht er mir gar nicht aus. Ja. Ich meine, vielleicht ist er auch bei seiner blond-blauäugigen Tochter zu Besuch. Das kann natürlich auch sein, ja. Dann gucke ich hier nach was völlig Falschem, aber tja. Ich glaube, ich muss ihn anrufen. Ich finde ihn nicht.
das Dorf hier ist ja auch ziemlich lang gezogen, wisst ihr? Das kann überall sein. Oder auch nirgendwo. Aber das Auto sehe ich zumindest nicht. Die haben ja auch alle Garagen. Möglicherweise parken ihre Autos drin. Ich bin das Dorf jetzt zweimal abgefahren. Ja, einmal hin, einmal zurück. Und ich habe es nicht gesehen. Ja. Seht ihr mal, ja. Wenn euch jemand sagt, hier hinten da irgendwo, dann lieber nach einer Hausnummer fragen. Ja. Ich hatte mir das leichter vorgestellt, muss ich sagen. Ja, hier, so eine Bruchbude, wie ja rechts zum Beispiel. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Aber hier sehe ich überhaupt gar kein Auto. Gut, ich frage mal. Ja, da. Ich muss Lichter machen. Da stehen wir nun vor dem Haus hier und ich habe gerade mit ihm telefoniert. Ja, das glaubt er nicht. Also erstmal, sein Bruder ist gerade auf dem Weg aus Jokkmokk. Pizza kaufen. Der kommt aber gleich hierher. Ich hoffe, das gleich nicht in 2 Stunden bedeutet. Ja, man weiß es nicht. Weil ich habe gesagt, ich will jetzt auch nach Jokkmokk. Wir könnten uns ja entgegenkommen. Ja, aber dann hat er gesagt, nein, ich soll hier warten. Er übrigens wohnt direkt in Jokkmokk. Da habe ich gefragt, hast du mal eine Nummer von dem Bruder, eine Nummer von dem Haus deines Bruders? Weiß er nicht. Er weiß nur, dass es da ein Haus ist. Da habe ich gesagt, schön. Wie sieht denn das Haus aus? Welche Farbe hat denn das? Das weiß ich auch nicht mehr. Und ich gesagt, Alter, was ist denn in der Familie nicht in Ordnung? Also ich sag, das war ein roter Volkswagen. Ja? Roten Volkswagen haben wir da. Ja? Und zumindest ist das Haus beleuchtet und es kommt keiner raus. Ja? Und das hat er nur gesagt, das sind Reindeer-Fans. Also diese Holzzäune, die ich euch mal erklärt hatte, mit diesen schrägen Latten. Wenn das stimmt, denn da steht nämlich ein Hänger mit einer blauen Plane. Ich will aber jetzt nicht rumfummeln, ja? Aber ich glaube, wir sind hier richtig. So, jetzt fehlt bloß noch die Ansprechpartner. Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, er hat mir gerade geschrieben, seine Frau kann Englisch sprechen. Das wäre natürlich ein Vorteil, weil heute Abend mein Sami ist nicht mehr so gut. Ja, also da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, er kommt auch gleich. Denn das ist das Geile daran. Ich habe gar nicht gesagt, er hat es von sich aus gleich angeboten, hat er gesagt, isst sein Hund gern Knochen? Ich sage, er frisst alles, ja, vom Torte bis zum Knochen. Ich sage, unser Hänger ist voller Elchknochen. Oh, wie geil ist das denn? Ja, das ist doch wohl akkurat, ne? Hat er gesagt, soll ich ihm zeigen hier Knochen? Aber wenn die Frau da ist, ist ja kein Problem. Kriegen wir einen Elchknochen? Ist das nicht was? Der hat wenigstens Ila was zu essen. Das wäre doch was, ne? Und ja, jetzt warten wir also hier, bis Mr. Elch-Opa wiederkommt. Ja? Aber das ist das Sympathische daran wenigstens, dass er ist mir ja auch nett. Ja? Jetzt hätte ich natürlich gleich nach Jokkmokk fahren können. Das wäre mir jetzt lieber gewesen, weil jetzt verlieren wir noch mehr Zeit. Es ist schon 6. Ja? Seht ihr vielleicht auch, es ist dämmerig, ja? Beziehungsweise es ist gleich dunkel, sagen wir es mal so. Ja, und mit dem Schlafplatz können wir heute schon vergessen. Das können wir schon vergessen, denn ich will ja mal was anderes, versteht ihr? Ich will mal was anderes suchen, was ich noch nicht kenne, was Neues ausprobieren. Das ist im Dunkeln ja wieder Mist. Ja, scheiße, das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich hätte gerne in Jokkmokk nochmal einen neuen ausprobiert, irgendwo, wo man was, ich bin immer die Alteingesessenen nehmen. Ja? Und in Jokkmokk selbst habe ich ja sowieso noch nie übernachtet, außer jetzt in einer Pension mal, aber ich meine jetzt im Zelt. Ja. Das wird dann schwierig werden, ja, aber das müssen wir dann sagen, ist jetzt unwichtig. Das schieben wir einfach mal nach hinten, das wichtigste Problem mit Übernachtung, ja. Wichtig wäre mir natürlich noch, dass wir was zu essen finden, ja. Naja, nachher spekuliere ich auf eine Kaufhalle und dann laden uns die beiden noch zum Dinner ein. Hätte ich jetzt fast gesagt, aber die haben mir gerade Pizza offensichtlich gehabt. Ja, das, naja gut, also es könnte interessant werden, ja, was jetzt noch passiert. Ich habe den Schlüssel auf Tasche, ja, und darum geht's. Es geht ja eigentlich nur um den Schlüssel, weil Rücklicht habe ich ja nicht. Hätte ich jetzt auch einfach weiterfahren können, aber wenn er mir jetzt natürlich noch anbietet, wir haben hier noch einen Elchknochen und so weiter, ne, das lasse ich mir nicht nein sagen, denn hier liegt ja die Fuhre noch auf dem Auto, auf dem Hänger drauf wahrscheinlich, was ja so viel heißt wie, Eli, mach mal Platz. Was ja so viel heißt, dass wir da möglicherweise auch noch ein Stück Fleisch bekommen können. Und das wäre die Krönung des Tages, wenn wir heute nicht mehr in der Kaufhalle müssten. Wenn wir hier einen frischen Elch kriegen. Na, leck mich doch am Arsch. Also dafür warte ich jetzt hier gern nochmal. Ja, nur für diese Illusion. Es wird hier natürlich immer enger. Ila, du hast das Fenster auf, du kannst da rausgucken.
Ila ist jetzt natürlich aufgeregt. Logischerweise, ja. Der weiß ja, was ihm bevorsteht. Irgendwas kommt hier, er wartet, ist ja nicht blöde. Und andere Hunde habe ich auch schon gehört. Er sagte auch, es soll hier noch viele kleine Hunde geben. Ja? Ich meine, wir kennen ja den von gestern, kennen wir ja schon. Ja? Das ist ja nun nicht das Problem. Vielleicht gibt es ja noch einen, man weiß es nicht. Ja? Gut, also seid ihr auf dem neuesten Stand. Dominik ist angekommen bei vermutlich dem Bruder des... Wir warten jetzt hier, bis er irgendwann kommt. Und wir hoffen, dass das nicht... Jokkmokk ist von hier 30 Kilometer, ja? 25, je nachdem. Und das heißt, das nächste Auto, was hier reinbiegt, dürfte dann theoretisch er sein, sofern ich an der richtigen Adresse stehe. Stell dir mal vor, ich stehe die ganze Zeit hier und warte und dann kommt das. Ja, ja. Aber roter Volkswagen, ja, so sieht es aus. Und der rote Volkswagen sieht aber so aus, also es ist ein Golf-Variant, Golf 4, der ist die letzten 5 Jahre nicht bewegt worden. Gut, aber es ist kein heruntergekommenes Wrackgrundstück, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wollt ihr mal kurz einen Blick haben? Warte es kurz gleich. Ich muss mal kurz den Motor laufen lassen, wegen Akku. Das Telefon muss dringend laden. So sieht es hier aus. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was erkennen. Ja. Ja, und das, meine Freunde, wenn ihr den da hinten seht, blaue Plane, ja, ist doch eigentlich der Hänger, der da zwischen den beiden weißen Häusern steht, den wir gestern beladen haben, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich will nicht da runterkrabbeln, aber es sieht verdammt danach aus, dass es sein könnte. Ansonsten hätte ja schon jemand rauskommen müssen, wenn er sieht, hier steht ein fremdes Auto auf seinem Grundstück und wartet, ne? Auf dahin hoffen wir, dass wir richtig sind. Also wir sind hier richtig, bin ich mir ziemlich sicher, das ist der Hänger. Der Hänger ist zwar leer, aber ich erkenne die Ösen, wo ich die Gurte dran gebunden habe, in jedem Fall. Also den gibt es, glaube ich, nicht normal. Von daher, eine Pizza wäre jetzt auch geil, oder? Jetzt mal ernsthaft? Also ich habe wirklich Appetit. Ich würde gern was Warmes essen heute. Das wäre schon irgendwie das Ziel. Nicht wieder so ein Knabberkram, weil ich habe ja, wisst ihr, gestern Abend schon zurückgehalten, weil ich gedacht habe, ach, dann machen wir es morgen. Na, jetzt sehen wir, was wir davon haben. Morgen ist auch nicht besser als heute. Ja, ja, naja. Also ich bin echt gespannt, ja, was das... Aber das ist ja schön, dass er noch eine Frau hat, ja. Das Haus ist jetzt echt nicht verkehrt, ja. Also kann man sagen, hier, also nicht die finstere Bruchbude, weil da gab es ja auch einige, ja. Aber auch nicht das Spießergrundstück wie den typischen Schweden, das erkennt man schon. Ja, hier liegt eine ganze Menge Holz rum, ganz viel Zaun, Gatter und Arbeitsgerät und so weiter, Schneemobile. Das ist ein Nutzer, das ist ein Praxismensch. Das siehst du so schon anhand des Grundstücks, das ist kein Spießer oder Spieler, ja. Hat den Blick für. Ja. Also dann, wir warten weiter, ja, 18.15 Uhr haben wir es. Also es ist geil, ich weiß nicht, wen das ist. Das Auto, wenn mich jetzt einer anhält, denke ich, bin so ein Massenmörder, so ein Serienfeuerwehrmann, der hier 27 Leute zerstückelt hat. Ich habe jetzt mehr Blut im Auto und in der Klamotten und überall. Ja, wir müssen ja erstmal irgendwo anhalten. Aber Freunde, soll ich euch sagen, wir haben heute beide was zu essen. Ist das so geil, Alter, so geil. Ich muss erstmal anhalten. Ich fahre erstmal voran, damit wir hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Oh, also mir ist die Hand abgefallen. Seht ihr überhaupt noch was? Ah, es ist total finster, sehe ich gerade. Also der Rastplatz Laponi hat mir gerade den Arm gerettet. Ja, ich habe hier die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, wie viel es wiegt, aber was ist hier? Guckt es euch an, sonst hole ich gleich mal eine Lampe. Ja. Ich habe die ganze Zeit einhändig hier in der Hand. Ja, wo soll ich hin mit dem tropfenden Blutding? Ja. Guckt euch das an. Ich habe gesagt, ich möchte nur ein kleines Stück und er hat gesagt, das Beste kriegst du. Also so wie ich es verstanden habe, ja. Hinten aus dem Hintern, oben aus der Hüfte raus, ne. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das ein kleines Stück? Das reicht für 3, Alter. Ist das geil. Und ich kann ihn gar nicht hochheben, ja. Aber guckt euch mal, wenn ich das hier zeige, verhaftet mich noch einer. Da vorne steht ein Wohnwagen. Guckt euch mal den Knochen an, Alter. Das Ding, der Knochen wiegt 5 Kilo. Jetzt kein Scheiß, ja. Oh, ey, ich hab ganz scheiße überall das Blut jetzt hier zu hängen, ne. Aber total geil, sag ich euch, Freunde, ja. Und das ist natürlich auch der Oberbrenner gewesen, ja. Die Mutti, also eine Frau, Entschuldigung, ja, die Frau,
Die kommen an, beide aufs Grundstück gefahren. Die Frau rennt sofort ins Haus rein und hat sich nie wieder blicken lassen. Ja, von der Optik würde ich sagen, ist sie mindestens 25 Jahre jünger als er. 30 vielleicht sogar. Ja? Mehr möchte ich jetzt nicht zu sagen, der Rest steht mir nicht zu. In jedem Fall war sie alles andere als kontaktfreudig, das darf man so sagen. Ja? Wir beide haben uns wieder, also ich mit Opa Elch verständigt, ja, mit Handzeichen und so ein bisschen Worte, so weit wie es ging, ja, so ein, zwei Sami, drei, vier Englisch und dann klappt das schon, ja. Es ist ja was bei rausgekommen. Er hat sich riesig gefreut, dass ich ihm Schlüssel wiedergegeben habe. Er hat sich riesig gefreut. Ich wusste jetzt nicht, ob es jetzt von ihm, das habe ich nicht rauserkannt, ob es ihm oder sein Bruder ist, aber er hat sich hier fast einen Knicks gemacht, fast einen Kniefall, jetzt ohne Scheiß. Er hat sich riesig gefreut. Da muss ich sagen, das freut mich wiederum, ja, wenn ich jemandem Freude bringen konnte und er hat uns wiederum Freude gebracht. Guckt euch das an, das ist, geht's denn geiler, ja? Scheiß auf den Supermarkt, sage ich euch. Scheiß auf das Elch. Wir haben hier einen ganzen Elch in einer Totentüte, ja. Agora. Das ist, und der Rest hing drin im Schuppen, hat er schon aufgehangen mit einer riesen Seilwinde und war am Zerstückeln, ja. Also ist noch mittendrin, mitten live dabei sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ein bisschen lag noch draußen. Das war wahrscheinlich das, was er jetzt für einen Selbstverzehr haben wollte. Und das ist ja das Gute daran, ne? Bei den Temperaturen, heute ist es jetzt ein bisschen warm, 7 Grad, ja, aber immerhin, ja. Kann er ein paar Tage ruhig liegen lassen, ja. Und wir machen das ja jetzt. Ja, ja, seht ihr, Laponia, ja. Da haben wir das Spiegelbild. Und jetzt muss ich mal gucken, ich versuche mal ein Licht zu machen, ja, beziehungsweise Lampe, dann müssen wir es irgendwie einpacken und dann wäre jetzt Ziel als erstes natürlich sofort so schnell wie möglich zum Supermarkt. Und dann müssen wir uns für dieses Festmahl, was hier liegt, ja, müssen wir uns auf jeden Fall die geilsten Zutaten holen, die es überhaupt gibt, ja. Oh, Freunde, bin ich froh, dass, das ist ja, ne, du weißt nie, wie der Tag ausgeht, ja, es ist immer irgendetwas anderes. Und jetzt haben wir nochmal bei Opa zu Hause gewesen und er gibt mir genau das, was ich haben wollte, ja. Und muss ich das erwähnen? Nix mit Monetos, nix mit Vieh, alles for free. Ja. Ich wollte ihm was geben und er hat aber schon, ich glaube, der konnte meine Gedanken lesen, jetzt ohne Scheiß. Also er hat gesagt, na, hier, nimm. Ja, so, ja, ich sagte, okay, na, wenn er nichts haben will, alles gut. Aber ich hätte ihm dafür was gegeben, in jedem Fall. Ja. Gut, aber so ist ja auch schön, ne? Weil er sich so gefreut hat, wegen dem Schlüssel natürlich. Das wird sicherlich auch mit der Grund gewesen und weil er sonst ein netter Mensch ist. Ne? Super, ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre macht, lebt, denn ich würde mich freuen, ihn mal wiederzusehen. Ne? Denn die Ecke komme ich natürlich ein paar Mal vorbei, ist ja direkt an der Hauptstraße sozusagen. Ja? Das ist super, ich verpacke den Kram jetzt. Eli dreht nämlich schon riesen am Rad, als er die Knochen gesehen hat, sind ihm beide Eier abgefallen. Das Problem allerdings, ich durfte nicht raus, oder ich habe nicht rausgelassen, von mir aus, denn Opa, aber ich glaube, das waren die von der Frau, die hatte Kampftölen. Hier, das Format, so, ja, aber bis ich ohne Ende, die hat mir eine Beine rumgezogen unten, das Biest, Alter, haben jetzt ja so gemacht, aber ist ja jetzt, da bin ich auch nett, ne, aber das war Kampftöle, die hätte Ila die Eier abgebissen, jetzt unmist, ja. Gut, alles klar, seid ihr wieder auf dem Laufenden? Ja, es gibt wieder was Neues hier bei Backcountry Expeditions und ich kümmere mich um unser großen Moose-Apparat. Ja, sieh an, da sind sie, der heimliche Müllentsorger. Aber hier gerade noch zwei Schweden beim Müllentsorgen. Seht ihr mich überhaupt? Also heller kann ich es hier nicht machen. Irgendwie höchstens ruhiger. So, das muss reichen. Ja, nicht erkennbar. Jetzt rutsch mal ein bisschen runter. ja, also total geil. Total geil. Ich freue mich wie ein Lackaffe. Wirklich. Es ist richtig geil. Wir haben Elch. Ja. Und zwar für uns beide mehr als genug. Ich habe die beiden Sachen jetzt in separate Tüten gepackt. Liegen ganz hinten in der Heckscheibe. Am Seitenscheibe vom Mindy's Cage zu Ort im Auto. Und ich weiß echt noch nicht, also das ist, weil es so geil ist, wisst ihr, ich würde mir dafür richtig viel Zeit nehmen, das zuzubereiten. Und irgendwie käme das jetzt in dieser Dunkelheit hier dem Ganzen nicht so gerecht, wisst ihr? Ich habe jetzt gerade einen neuen Plan, das ist ja wie immer. Ich würde den Rappel morgen früh essen.
Ja, also morgen, sagen wir es mal so, morgen. Wir stellen alles zurück. Das hat Prio. Also das gibt es ja in 10 Jahren nicht nochmal. Ja, so eine Begegnung. Also ich hoffe bestimmt nochmal mit ihm, aber jetzt, seit langem, hatte ich das jetzt so noch gar nicht hier. Ne? Da sind wir wieder live dabei. Ja. Am liebsten würde ich das Ding morgen richtig gut mit, ich gucke, das Beste, was ich jetzt irgendwie kriege hier in der Kaufhalle, ja, zubereiten. Das ist jetzt eine Idee. Ja. Wenn ich jetzt was finde und mir kommt noch eine neue Idee, könnte man das vielleicht noch heute Abend machen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wisst ihr, ich will mir dafür richtig viel Zeit lassen und es ist schon nach 7. Ja. Es wird dann langsam auch kalt draußen. Man muss irgendwie einen Platz finden, will schnell was essen. Das ist ja der Punkt. Ich habe wirklich Hunger. Noch nicht viel gegessen heute, nur das Müsli heute Frühstück. Ila ja auch nicht, nur das. Wisst ihr, also und die Zubereitung von dem Ding, das würde länger dauern. Also da bin ich mir, ich könnte es jetzt einfach in eine Pfanne knallen, ja, aber wisst ihr, ich versuche, den Moment müssen wir zelebrieren, das ist der Punkt daran, das will ich euch damit sagen und ich lasse mich jetzt überraschen, was ich in der Supermarkt-Kaufhalle Einkaufsmöglichkeit bekomme für Hauptzutaten, für ein gutes Elchgericht nach Möglichkeit, ja, da müssen wir schauen und da, ja, wisst ihr, vielleicht hat morgen ja auch noch mehr auf in Jokkmokk, jetzt von der Zeit her. Vielleicht ein Gemüsehändler, vielleicht gibt es ja sowas, man weiß es nicht. Ja. Deswegen bin ich mir, wisst ihr, heute lieber irgendwas alles auf die Schnelle, ins Bett und gut ist. Ja, und weil, gut, also, haben wir das soweit. Das Gute an der Sache ist jetzt an unserem schönen Rastplatz, ich konnte unseren Müll entsorgen. Fachgerecht natürlich, selbstverständlich. Und ich bin mit den Akkus so gut wie fast durch. Also 2 GoPro-Akkus, die letzten knallen jetzt gerade hier durch, ja, denn sind alle voll. Die Lampe ist voll, das Telefon ist voll und das Einzige, was nicht voll sind, sind die Powerbanks. Vielleicht habe ich jetzt, wenn ich in Jokkmokk ankomme, eine bis zur Hälfte voll. Da muss man mal gucken, aber das sagt sich ja, dazu muss ich den ganzen Tag Auto fahren, damit das wieder durchgeht. Ja, Ila hat in jedem Fall Hunger, da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat sich gerade die richtige Szene vielleicht schon hat ihm genommen. Es ist so geil. Ich habe ein Foto gemacht, ein Vergleichsfoto mit unseren XL-Öko-Eiern dazugelegt. Ja. Und da habe ich das Fleischstück mal in der Hand genommen. Ja, gut, ich konnte mir auch gleich mal die Hände waschen, ganz blutig. Ja. Ein bisschen hängt noch an der Jacke, aber hey, bin ich auch ein halber Same. Das sind 1,5 Kilo, schätze ich. Ja. Oh, das ist ein Steak, meine Freunde. Ja, wir sind in Jokkmokk, wir kommen nach Jokkmokk rein. Und was ich richtig geil finde an ihm auch, ist, er kommt gerade aus der Pizzeria, er hat sich gerade irgendwo hier Don Giovanni Mamma Mia gegönnt und ich frage ihm noch ein Stück Fleisch. Er greift in seinen Gürtel und zieht seinen 20 cm Samenprügel raus und das Ding ist sauscharf und schneidet dann richtig geil. Das ist so, oh, Männer, wisst ihr? Bei uns, wenn ihr hier, stell mir vor, ich habe das auch schon gebracht. Ich renne durch die Stadt mit dem Messer. Weißt du, wie sie sich angucken? Hier ist ja völlig normal. Du trinkst es im Einkaufen in eine Pizzeria. Ja, und geht nicht davon aus, dass irgendeiner einen abschlachtet und so ein Schwachsinn. Ja. Ist er mir sowas von sympathisch, Opi, in jedem Fall. Ja. Herrlich. Also ihr merkt schon, ich bin begeistert und diese Begeisterung wird den Rest des Tages anhalten. Ja, das ist wieder bei dem Thema, wo wir gewesen sind. Wenn du mir Freude bringst, bringe ich dir welche und wir freuen uns beide im Kullerkeks und das über Tage, Jahre hinweg. Auf dahin, ja, wir sind da in Cuperia, Iceria und damit machen wir jetzt Manger kaufen. Ja, da habe ich mir richtig Zeit gelassen, würde ich sagen. 20 Uhr ist es, ja, wir waren beim ICA Shopping machen. Und der Wagen, das ist ja das Geile daran, die haben so einen Einkaufswagen, die zwar außenrum das gleiche Format haben wie wir, aber hochgebaut sind. Das heißt, nicht so tief wurde, sag ich mal, jetzt hier plötzlich für 500 Euro eingekauft nach dem Motto, sondern wirklich bloß so tief von oben. Und alles sehr bequem. Man kann schön einsortieren für den kleinen Einkauf und trotzdem übersichtlich. Würde man bei uns nie auf die Idee kommen. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen Laden, der hat sowas in der Art. Ja, aber der, bei uns ist ja doch eher so diese Mogelei angesagt. Nun gut, wir kennen das. Ja, zum
Wie animiert man den Kunden, möglichst viel einzukaufen? Ja, schön tiefe Wagen, die auch schräg nach hinten abfallen, damit alles verliert und denkst, hast du gar nichts eingekauft, brauche ich noch mehr. Ne? Hier genau das Gegenteil. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte, also offensichtlich haben sie Ware bekommen. Das finde ich ganz interessant, denn jetzt gab es plötzlich Elch und Rehen. Ja, allerdings auch, also man hätte jetzt tatsächlich ein Elch, Steak, ja, gab es, Kilopreis 45 Euro. Und das Ganze vom Rehen war dann allerdings nicht mehr frisch, sondern gedörrt, aber Kilopreis 85 Euro. Ja. Wissen wir, Finnland, das deckt sich so in etwa, ja. Und jetzt habe ich für den Elch gekauft Kartoffeln, die vermeintlich besten, die es gab, ja. Also grundsätzlich, wenn ich Gemüse kaufe hier, versuche ich alle Biosiegel zu nehmen, die man drucken kann, ja, auch wenn es die Hälfte davon gelogen ist. Es befriedigt mich einfach beim Einkauf, ja. Und Kartoffeln haben wir. Dann dachte ich mir dazu, ein paar Karotten ist nicht verkehrt für einen Elch. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus, wenn man die links und rechts so in die Nasenlöcher reinstecken würde. Ja, Karotte passt ganz gut. Pfifferlinge natürlich, ja. Alles schwedisch, ja, habe ich darauf geachtet, dass alles aus Schweden kommt. Hier nichts irgendwie Spanien, Mediterran oder EU, nein, Franzwerge. Ja. Und genau, das für den Zwiebeln noch, ja. So, und dann dachte ich mir, bereiten wir uns da morgen ein Mahl draus. Und was wir jetzt essen, ich wollte jetzt was für die Schnelle haben irgendwie, ja. Oh, ich konnte mich ewig nicht entscheiden und ich habe mich dann wieder durchreißen lassen zu dieser Triple Wurst, die italienische Weihnachtswurst. Die ist nicht so verkehrt. Und brauchen wir nur Wasser rein, zack, fertig ist das Ding, ja. Und Saft habe ich geholt. Einmal mein Frosch wieder und dann jetzt hier nochmal so ein Brämholz, was ähnliches wie der Frosch, mit Ananas, Mango, Apfelsinen, Banane, was? Karotte, ach du Rosa, wir haben die falsch verguckt. Naja, gucken wir mal, ob das was wird. Und also der Wagen war nur so bedeckt, ja, ich hatte ja beschrieben, wie er aussieht, ja, 70 Euro, Halleluja. Gut, ach so übrigens, wer meint, dass bei uns der Liter Sonnenblumenöl mit 4 Euro teuer wäre, hier kostet 8. Ja, ist, ich brauche ja immer nur kleine Flaschen zum Zubereiten, ja. Ich wollte immer gerne eine kleine Glasflasche haben. Für Tour ist das immer das günstigste. Die Plastikflaschen siffeln immer so und quetschen sich zusammen. Ja, ausgerechnet, das gab es diesmal leider gar nicht. Es gab eine große Glasflasche. Naja, jetzt habe ich eine kleine Plastikflasche genommen. Ja, guck mal, Olivenöl. Denn das Rapsöl gab es auch nur in großen Formaten. Und genauso, also eigentlich gab es alles nur in großen Formaten. Das war die einzigste kleine, die ich bekommen habe, war Olive in Plaste. Muss gehen, ja. Da kommt wirklich Karotte durch. Vielleicht wie so ein Babysaft. Olivenöl natürlich nicht Franz Werge, sondern Fran Italanski, glaube ich. Ja, wenn mir recht im Sinne. Bin mir ganz sicher. Da war der ziemlich leer. Ja, Kassierin aber sehr nett. Ich war Eli. Und da haben wir uns noch einen. Ach so, eine Postkarte habe ich uns noch gegönnt. Vom Sarek. Guckt mal. Kennt ihr den? Der Namasch, genau. Mein Ziel als Postkarte. Glaubt das? Muss ich mitnehmen. Dann haben wir uns noch eine Packung Weintrauben und eine Packung Physalis gegönnt. Also noch ein bisschen Obst dazu haben noch hier im Hohen Norden. Und jetzt gucken wir mal, Eli, ne? Da hat nichts von gefehlt. Die haben Pfannkuchen, ja. Lagen da eine Seite mit Apfelmus und die andere Seite mit Vanille. Vanille will ich hier gar nicht essen. Das muss, also, da kann ich mir nichts Gutes drunter vorstellen, ja. Und da war alles ausverkauft. Also da lagen bloß noch 2 Stück drin. Und Apfelmus war komplett voll. Da hat nicht ein einziger gefehlt, da lagen noch mindestens 40 Pfannkuchen. Da dachte ich mir, da muss es was sein, wenn es die Schweden nicht essen. Jetzt wollen wir mal gucken. Mama hier nebenan sitzt im Auto, guckt mich schon die ganze Zeit an, weil ich mit mir selber rede, wisst ihr? Jetzt rennt sie lieber weg, ist ausgestiegen, hat sie gedacht, ja, der ist nicht ganz richtig. Ist auch ein Schmacko haben, Ida? Gucken wir mal. Also der Pfannkuchen ist ein Hefegebäck, aber leider Konservierungsmittel. Merkt man auch, viel zu pappig. Also die Luft fehlt. Es ist mehr Feuchte drin.
Wo ist denn der Apfelmus? Ach, hier in der Ecke. Schmeckt alles gleich, ist völlig egal, ob du hier, ob du das Brötchen kaufst, das Brot, ach, die 5 Sorten von Brötchen, oder die Gebäckschnitten, so eine Plunderdinger, es ist völlig egal. Die Teige schmecken alle gleich, genauso wie der hier. Ja. So hier. Und der Apfelmus. Weiß nicht. In dem Mousse sind wahrscheinlich 30% Äpfel drin. Das könnte sein, ja. Aber Vanille wäre noch schlimmer gewesen. Bin mir ziemlich sicher. Weil Vanillecreme will ich gar nicht haben. Das muss rein zur Chemiepampe sein. Ich hatte überlegt, ob wir mal ausnahmsweise ein paar Tacos mitnehmen. Tortillas. Ja? Da stehen sie ja hier unheimlich drauf im Norden. Aber dann hätte ich mir, dann würde ich mir gerne was Frisches dazu machen. Wisst ihr, ich hätte mir ein bisschen Gemüse drauf geschmitten. Frische Tomaten, ein bisschen Gurke noch da reingedrückt und also ein Krempel, ja, mit einer schönen Guacamole, die möglicherweise natürlich auch selbst gemacht. Und da hätte ich ja hier ewig gesessen. Und wir wollen jetzt ein schnelles Abendbrot haben, wisst ihr? Und ergo, merkt ihr schon, hatte ich, also ich bleibe bei meinem Plan, den ich hatte. Morgen früh gibt's Elch. Das machen wir ganz unspektakulär zum Frühstück. Keine Ahnung. Ich hoffe, die sind alle reif. Die sehen so komisch aus. Scheiße. Die sind voll unreif. Die sind nicht mal gelb. Die sind, die gehen vom Orange. Die sind fast noch gelb. Schade. Lass das, naja. Gut, manchmal greift man auch daneben, ja, hätte schlimmer sein können. Genau, das heißt, wir werden, so habe ich mich dafür entschieden, morgen den Vormittag, oder ist es völlig egal, ich weiß nicht, wann wir aufstehen, ich weiß noch nicht mal, wo wir ins Bett gehen oder wann, die Schweine. Jedenfalls zelebrieren wir den Tag mit dem Elch. Und das wird der Sache nur gerecht. Denn so ein Gericht, würde ich das hier zusammenbraten, mit allem drum und dran, würde ich 2 Stunden sitzen, mit 2 Kochern. Da bin ich ja Mitternacht am Essen nachher. Das mache ich nicht. Das wird dem Tier nicht gerecht und da habe ich auch keinen Bock drauf. Zurzeit, wir knubbeln uns jetzt nur die Wurst rein. Irgendwie. Was ich noch gefunden habe, was ganz neu ist, kann ich noch gar nicht. Jokmok hat jetzt eine eigene Marmeladenherstellung, ganz offensichtlich. Was heißt Marmelade? Vielleicht sind es auch nur Früchte, reine Früchte. Ich weiß es nicht. Eingekochte. Moltebeere. So wie in Finnland, wisst ihr, von Kalix-Elven. So ein Pendant, also der Kalix Elfen ist ja Schweden, aber in Finnland meine ich jetzt, die aus Inari, die Inarin-Familie in der Adresse brauche ich ja nicht sagen, kann ja sowieso nicht. Jedenfalls die teuren Glasbehältnisse. Und so ein Pendant gab es jetzt hier aus das Jokmok. Ich habe mir mal eins mitgenommen, ein kleines Gefäß, ich glaube 400 Gramm. War es 400 oder waren es... Ach Quatsch, glaube ich, waren 250. War das kleine Gefäß, das große waren 400. 10 Euro. Moltebeere, ja. Und da habe ich gesehen, im Tiefkühlregal lag vermeintlich dieser... Oh, da kommt gerade ein Typ an mit einem riesengroßen Plastisack, wie der Weihnachtsmann, 2 Meter lang und der ist voller Pfandflaschen. Wie lange hat denn der dafür getrunken oder hat der einen Automat ausgeraubt? Da steht doch 10 Stunden, wenn er das da einsortiert jetzt. So was habe ich nicht verstanden. Kennt er die Leute? Die sammeln 10 Jahre irgendwie Pfand und bringen das mit einmal zurück und blockieren dann den ganzen Automat für eine halbe Stunde lang. Und eine Schlange bildet sich von, hast du gesehen, die alle einen totalen Hals auf den haben, aber am liebsten eine Fresse hauen würden. Kennt er die? Ja. Geht gar nicht. Rücksichtslos ohne Ende, oder? Gut, Hammer. Was wollte ich sagen? Ist mir aus dem Konzept raus. Morgen früh jedenfalls. Machen wir den Elch und heute, wie gesagt, was fix ist, das hatte ich gesagt, damit wir dann schnell irgendwann in der Haie kommen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hinfahren jetzt. Ich fahre erstmal raus aus Jokmok und dann gucken wir mal. Vielleicht hatte ich mich überlegt, weil
das hat so eine Assoziation, wissen? Den Laponia-Rastplatz fahren wir oben. Ich glaube, ich hatte euch den beim letzten Mal gezeigt. Am Kraftwerk. Diese kleine Ecke da oben. Kann man schlecht zelten eigentlich. Ich weiß, ja. Aber weil wir jetzt aus, genau, der liegt ja, sein Haus vom Sam ist ja praktisch auf der anderen Seeseite, wenn man es jetzt einmal rumgeht, wisst ihr? Und jetzt habe ich das Fleisch ausgepackt, habe mir auf dem Rastplatz Laponia in dem See die Hände von dem Blut gewaschen und da dachte ich mir, vielleicht bereiten wir den Elch genau an diesem See zu, wisst ihr? Dann hat das so eine, ist das alles komplett? Und dann müssten wir genau diesen Platz nehmen am Kraftwerk, den ich euch gezeigt habe. Das wäre jetzt eine Methode. Ich könnte jetzt hier noch 5 andere hier nennen. Aber das wäre das Schnellste tatsächlich, ja. Muss ich mich Marco haben? Ja, guck mal. Oh ja. Yeah. Mir ist ehrlich gesagt, egal wo wir heute schlafen, ich kann mir so einen Wert drauf. Für mich ist morgen wichtiger, dass wir einen guten Platz haben zum Zubereiten, wisst ihr? Naja, und ich will nicht groß von Jokmark weg. Das ist der Punkt. Ich möchte gerne hier bleiben. Ja, dass wir nicht nochmal weit fahren müssen, sonst vertrödeln wir wieder so viel Zeit, denn ich möchte hier was im Hellen sehen. Das wäre diesmal der Anspruch für morgen, ja. Dass wir uns mal ein bisschen durch Jokmark im Hellen bewegen und hier auch mal ein bisschen was von unserer samischen Kulturhauptstadt, darf man das so sagen, sehen, ja. Genau. Ach so, da bin ich hängen geblieben. Genau. Ich gucke in die Tiefkühlabteilung und finde so groß das Stück ungefähr. Kann nicht viel gewesen sein. Lass das vielleicht 150 Gramm gewesen sein, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Genauso ein Pendant wie den finnischen Knatschkäse. Was ist das? Kennt er, mein Lieblingskäse. Natürlich. Musst du haben, musst du essen, wenn du da bist. In jedem Fall ist ein Pflichtprogramm total lecker mit Moltebeeren, Preiselbeeren, was auch immer. Super lecker an der Pfanne zum Anbraten. Und genau das Pendant, jetzt habe ich natürlich gefragt, warum kühlen die das tief, die Schweden? Was sind das für ein Quark? Käse einfrieren? Sah zumindest so aus und von den Zutaten stand es auch mit Milch drauf. Aber jetzt dachte ich mir, naja, probierst du es mal, vielleicht ist er morgen aufgetaut. Das kleine Stück, jetzt ohne dieses kleine Stück, ja auch nur so hoch, wollten die 7,50 Euro für haben? Da habe ich doch gesagt, die haben diese wirklich ganz dolle zu heiße Dusche hier. Das ist ja, mir fehlen die Worte. Das überlegt mal, was wir in Finnland für den ganzen Taler bezahlt haben. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der sechsfache Preis hier. Also da kann ja was mit rechten Dingen in jedem Fall nicht zugehen. Denn so teuer ist die Milch hier in Schweden auch nicht, dass sie den Käse so teuer machen müssen. Also wenn es der Käse ist, ja, vielleicht brumm ich das mal in einem Tourteil mal auf und sage, hier, kostet die normal, dass ich nicht bezahlen muss. Ich bin nicht bereit, also das ist mir zu teuer. Für so ein winziges Stück, das ist ja, wenn man das immer hochrechnet, fast so teuer wie das Rentier. Für ein Stück Käse? Na jo, hier. Ne? Also ein ganz einfacher Milchkäse, nichts Besonderes, ja. Und dennoch tief hier vorne, das ist ja schlimmer daran. Also der Frosch ist besser, weil hier Karotte mit drin ist. Das haut das ein bisschen. Ja, ist nicht verkehrt, ja, aber interessanterweise von all den Smoothies oder Fruchtsäften, die da stehen, ist der Frosch immer noch der günstigste gewesen mit 3 Euro. Die andere ist ja noch mehr. Ila, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt ein bisschen Futti machen? Ja? Und mal gucken, ob wir einen guten Rastplatz finden. Ich habe hier noch 2 Muffins drin. Die würde ich aber für morgen aufheben. Ja, dann müssen wir mal gucken. Das ist einmal ein Apfelmuffin. Oh, nee, es riecht genau nach diesem Konservierungsgeschmacksverdingsbumsmittel. Ja, und einmal noch ein Schoko. Ja. Die können in jedem Fall nicht schlecht werden. Also, bin ich mir ziemlich sicher, dass die sehr lange haltbar sind. Ja. Sind wir durch? Ja, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich war mir auch irgendwie ziemlich unsicher, wie wir dem Elch jetzt gerecht werden, wie ich das Beste draus machen kann. Wisst ihr?
denn das kommt auf dieser Tour ganz bestimmt nicht nochmal vor. Das kann ich mir nie vorstellen. Ja. Insofern machen wir jetzt Orts außerhalb. Ila wird auch richtig Hunger haben. Und dann machen wir nur einen kurzen Footie. Da muss ich euch auch nicht irgendwie dabei behalten. Wie gesagt, ich zeige euch, wo wir sind. Dann wollen wir ein bisschen Akku sparen, dass wir jetzt hier geladen haben. Ich fahre jetzt, wie gesagt, raus. Wisst ihr Bescheid. Kurz vors Tor hier irgendwie. Und dann ich park hier, stell ich auch direkt. Nee, wir müssen ja morgen einen schönen Platz für den Elch haben, ja. Und dann nur kurz die Wurst-Size machen und dann gut ist. Ja. Was ich übrigens noch gefunden habe, und dann ins Bett. Ja. Zelt ab in eine Kiste. Weil Eli hat heute wenig geschlafen, der braucht, der ist müde, der ist fertig. Ja, Eli, es geht gleich los. Machen wir gleich ein bisschen Footy, ja, und dann gibt's auch ordentlich Bubu. Ja. Und dann machen wir, heute machen wir wieder Kuschli-Buschli mit dem Papa. Ja, muss sie keine Angst haben, dass ich die wieder alleine lasse. Der Rabenpapa. was ich gefunden habe, die habe ich noch gleich mitgenommen, zeige ich euch vielleicht mal im Hellen denn, ja. Italienische, ja, ist nicht schwedisch, ist nicht Franz Viage, ich weiß, aber sah erstmal lecker aus, vom spanische Wurst, und zwar so diese, kennt ihr diese Wegzierung für Snacks unterwegs, diese Mini-Salami-Formate, ja, davon so eine ganz winzigen kleinen, gibt es natürlich auch bei uns, aber die Art, die Sorte, die Marke habe ich bei uns noch nie gesehen. Und das Ganze noch als Scheibe, Salami in Scheibe. Nicht für jetzt, das hält ja 50 Jahre wahrscheinlich, sondern für die nächste Wandertour, so ein bisschen Fleischsnack. Ja, das habe ich mir noch gegönnt. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel eingekauft, bis auf das, was ich jetzt beschrieben habe. Ja. wisst ihr Bescheid, ja, aber ist ja nichts Neues. Die Tuning-Gang ist unterwegs. Das sind alles die ganz Fashion, die jetzt hier kommen. Da machen wir uns vom Acker, da hören wir nicht mehr hin. Ja, geil. Auf dahin. Steht übrigens auch dran, Jokkmokk Outdoor. Das gucken wir uns auch mal an. Ja, so mal richtig schön schwischen Autoladen. Das ist hier der Chefanweiser, mal die richtig schön runter machen. Um Himmels Willen. Ja. Was ich überlegt hatte, wo hier Opa Elch den John Giovanni hat, ja, seine Lasagne, Pizzeria, was auch immer. Das wäre natürlich auch was gewesen. Allerdings war dieser Gedanke nur von sehr kurzer Dauer. Denn ich fahre ja nur nicht nach Schweden, um hier Italienisch zu essen. Ja. Das kann man mal machen, würde ich das durchaus mal machen. Aber so dringend nötig haben wir es nicht. Das wäre jetzt was, wissen wir, sind 2 Wochen im Busch gewesen irgendwie. Und brauche schnell was in den Dings und ich habe so einen riesen Hyper auf was Fettiges, Käsiges. Versteht ihr wie? Dann wollen wir das reindrehen. Ja. Wir fahren gerade aus Jokkmokk raus. Ich habe gerade einen Herzkasper gekriegt. Erst dachte ich an der ersten Tankstelle, ja, musst du noch mal die Augen reiben. Aber nee, die zweite hat es bestätigt. Der Liter Diesel, 2,85 Euro. Das ist finster, oder? Das waren vor 10 Tagen waren es 2,40 Euro. 40 Cent? Also die Nacht wäre ich, das ist ja jetzt, jetzt hatten wir, ne, seht ihr wie das ist. Ja, du machst hier selbst eine Freude, anderen, und dann hast du was, wo du sagst, oh, schöner Tag, kannst ins Bett gehen. Und wer haut hier einen rein? Vater Staat mit Industrie zusammen, versaut dir wieder dein ganzes privates Glück. Zum Kotzen, oder? Die Armutze heißt, ihr badet, aber mal alle Mann, die ganze Sippe. 2,85? Das geht ja gar nicht, ey. Das ist ja ein absoluter Oberbrenner hier, ne? Wollte ich euch kurz einen Teil haben lassen an meiner Bestürzung, an meinem Schock. Wahnsinn, Alter. Seht ihr mich überhaupt? Ich habe jetzt Grünlicht an. Ah, tut mir leid, hier kann ich keine Festtagsbeleuchtung anmachen. Und ich kann euch auch nur in eine Richtung filmen. Ihr wisst ja, sonst ist bei mir immer 360, ja? So nach dem Motto, offen, ehrlich, fromm, fröhlich dabei. Aber dieser Platz ist, gehört zu einem meiner Hidden Places, die ich mir aufbewahre für genau solche Momente wie jetzt. Ja? Wenn du eben mal schnell einen sicheren Zufluchtsort brauchst für ein Zelt, ein Auto zur Übernachtung. Ja? Das ist sehr nah am Geschehen ran.
Daher auch entsprechend meine heiklen Vorsichtsmaßnahmen. Ja, wir sind ja richtig gut abgetarnt. Ich habe hier bis jetzt noch kein Weißlicht benutzt, nur grün und rot. Und bis jetzt ging das immer sehr gut. Und ich bin da guter Dinge, dass das diesmal auch wieder funktioniert. Ja. Das reiht sich hier nicht aus, diese Stelle, aber sie eignet sich für das, was wir jetzt brauchen, sehr gut, wie immer. Auf dem Feuer hätte ich was gesagt. Ich habe jetzt gerade bei mir auf dem Benzinkocher köcheln die drei Würste. Und dann nach den drei Würsten habe ich vor, ich hoffe, dass ich das schaffe, die Eier auch noch zu machen. Ja, denn die, ich will nicht sagen, die müssen weg, aber das nervt einfach, diese Riesenpackung im Auto. Ich muss immer aufpassen, dass nichts drauf drückt, damit sie nicht kaputt gehen und so weiter. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, 6 sind noch drin oder so, ja, mindestens. Gucken wir mal, ja. Und Eli liegt, aber du sollst hier Platz machen, Eli. Da vorne, jetzt da. Da ist Platz, Eli. Wollte der eben mit meinem Schlafsack kuscheln. So ist er fangen. Pass auf. Und dann mache ich hier auch ein bisschen Decki, wenn du hier vorne lieb bist. Ja? Eli ist natürlich schon verfrühstückt. Ja? Es wäre jetzt natürlich schön, wenn ich Eli jetzt hier draußen hätte, aufgrund der Heikel des Platzes. Ja? Aber das ist. So, bitte. Ach, Eli, da musst du schon mal ein bisschen mitmachen. Ja? Auf den Kopf zu. Wir sind auch Decki, einen schönen Platz und ein bisschen Bubu machen. Ja, friss das Tuch auf. Wäre jetzt natürlich schön, wenn ich Eli mit hier hätte. Ja, aber ich muss ihn jetzt nicht spüren lassen, dass wir in so einer heiklen Lage sind. Ich bin relativ entspannt. Das heißt, heikle Lage, das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Ja. Der Benzinkocher ist ein bisschen laut für die Situation, aber es geht gerade noch. Ich habe mein hinter das Auto gestellt. Ich glaube, ihr seht ja, ich sitze hier hinterm Auto. Das ist ganz gut. Ich freue mich schon auf die Wurst. Die ist eigentlich ganz lecker. Ich hatte überlegt, mir Senf mitzunehmen, tatsächlich mal zur Abwechslung. Ich habe nichts Essbares gefunden. Also für jemanden, der mit Bautzener Senf groß geworden ist, ja. Oh ja, es kocht gut. Seht ihr das? Lassen wir mal noch 2 Minuten köcheln. Ja, so ein Müll wie Kühne oder Löwenherz oder so ein Dreck. Ja, ich wollte Kinderkacke esse ich nicht, sondern ich möchte echt einen Senfkorn. Und da muss ich sagen, da fehlt den Schwänen hier auch leider was. Aber gut, ist halt so, kann man nicht ändern. Ja. Die Wurst schmeckt ja auch so. Und dann die Eier, wie gesagt, das ist, glaube ich, ganz okay. Und dann muss ich sagen, es riecht hier schon extrem stark nach Elch. Überall, wo wir jetzt langfahren, riecht es nach Elch natürlich, ja. Nicht wegen dem Geweih, sondern wegen dem Fleisch. Das riechst du. Es ist, ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber völlig krass. Das hat der Wetterbericht auch so gar nicht angesagt. Ich will mich auch überhaupt gar nicht beschweren, ja. Nur ausgerechnet, jetzt wo ich Fleisch habe, wird es hier enorm warm. Entweder es wird warm oder mir ist zu warm. Also ich fühle mich total warm, keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt mal die Uhr aufs Auto gelegt. Wir hoffen, dass sie uns gleich mal eine realistische Zeit sagt. Ja, wollte ich gerade sagen. Luftdruck ist auf 970. Das ist schon ganz schön viel. Ja, also hier kommt ein Hoch, gut, 14 Grad, das passt nicht ganz. Da müssen wir kurz warten. Ich hatte es am Handgelenk. Aber hier fühlt ich. Naja, ich sehe zwar hier meinen Raureif, jetzt sage ich, hätte ich fast gesagt. Aber das kann auch täuschen wegen dem Grünlicht, was ich jetzt anhabe, wisst ihr? Also ich würde mal fast sagen, es sind gerade 8 Grad oder so. Das ist Wahnsinn für abends um 10. Ne? Nur ist natürlich auch die Wolkendecke komplett zu. Ja? Vielleicht liegt es auch mit daran. Aber in jedem Fall brauchst du hier gerade ein Hochland. Das kann man so sagen. Ja, so in der Richtung. Vollmond. Haben wir heute den letzten. Ab morgen ist abnehmend. Oder heute ist schon leicht abnehmend, aber ich glaube, von gestern zu heute war der Vollmond, ja, die Nacht.
Ja, und da müssen wir morgen, da freue ich mich schon drauf, natürlich das, den Elch machen. Ja. Ich habe jetzt alle Zutaten, die ich gekauft habe, hier aufs Auto gelegt, aber es ist ganz schön warm hier draußen. Ja. Ich hoffe, dass das Fleisch hier das noch mitmacht. Ja. Kühlschrank haben wir jetzt ja nicht und ich hatte jetzt überlegt, Wasser abzufüllen, ja, und meins da reinzulegen, also einen großen Topf Wasser hier und dann, aber ich glaube, jetzt kann ich ausmachen, ich ziehe das mal. So, den Rest lassen wir ziehen. Jetzt ist auch wieder schön ruhig hier. Aber den Knochen kann ich ja trotzdem nicht, wisst ihr? Und ich will jetzt auch, ich glaube, in der einen Nacht will ich damit sagen, brennt jetzt nichts an hier. Ja, auch wenn das jetzt tatsächlich irgendwie gefühlt ziemlich warm sein sollte. Deswegen, das Fleisch ist ja gestern jetzt, glaube ich, erst. Ja gut, ich mal weiß nicht, wann er geschossen wurde, ja. Die haben ihn gestern verladen. Das wird ihn ja gestern nicht geschossen haben. Also so wie er aussah, wird er schon mindestens einen Tag da. Naja, egal. es ist halt Elch, weißt du, der muss ein bisschen muffeln. Ja, das wird schon gut. Also das Fleisch hatte auf keinen Fall gerochen heute. Das wollte ich damit sagen. Und das ist wirklich, da hat er recht gehabt. Ja, ist ein junger Bulle und ich vermute mal, also deswegen freue ich mich auch besonders drauf, weil das ist total selten, dass du sowas bekommst. Wenn du Elch kriegst, dann ist es natürlich der vom LKW überfahren wurde. Oder aber natürlich der sich vor allen Dingen lohnt zu schießen. Je größer, desto besser. Je oller, desto doller auch. Ja, ist am meisten Masse dran. Und nun muss ich sagen, deswegen war ich auch von dem letzten Hack, hatte ich es schon gesagt, war ich nicht sonderlich begeistert. Ich habe das ja geschmeckt. Das Rehen, das ging halbwegs, aber der Elch, der war mir zu fettig. Irgendwie. Deswegen ist das jetzt mal was ganz Besonderes mit dem Bullen. Ne? Das war ein frisches, nicht nur frisch, sondern auch, das war ein junges Fleisch haben. Ja, das, und also es riecht, wenn ich sage, es riecht ja nach Elch, dann ist das, ich habe eine sehr feine Nase. Ich rieche das natürlich, ja. Aber vor allen Dingen auch, weil ich es natürlich weiß, habe ich es ja im Kopf. Ne? Aber es stinkt bei weitem nicht so, wie wenn ihr jetzt, das weiß ich ja auch, wenn ihr jetzt hier einen kräftigen, ausgewachsenen Bullen hättest und ich hätte das Stück Fleisch vorhin in der Hand gehabt. Das ist deutlich intensiver, das ist richtig intensiv. Ja? Das ist, wer schon mal so Elch im Restaurant gegessen hat, also zumindest wo es das noch gab, der wird wissen, dass das... Wir müssen ja mal den Chefkoch fragen, wie er den zubereitet hat. Aber das ist manchmal nicht selten so wie bei der einen oder anderen Wildsau, ja, die da relativ streng sein kann. Spielen natürlich verschiedene Faktoren, auch was die Jagd angeht, mit rein, keine Frage. Ich muss sagen, mein Schwarzwild, wofür ich zuständig, verantwortlich war, das war immer sehr lecker. Ja. Aber ich weiß ja, dass es nicht jeder so macht wie ich. Also was die Jagd angeht, die Zubereitung ist ja klar, das kann jeder machen, wie er lustig ist. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass ich für den Elch hier keine Hilfsmaßnahmen benötige, um den Geschmack etwas abzumildern, wisst ihr? Dass der eigentlich von Haus aus gut sein dürfte. Deswegen freue ich mich schon richtig drauf und das wird dann wahrscheinlich morgen das Erste sein, was wir auch machen. Machst du schön Bubu, Eli. Eli ist hier, seht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Eli liegt vorne und der ist zugedeckt. Der ist fertig. Der ist in ihm fertig. Der hat sich die letzte Nacht auch leicht verkühlt. Ja, ja, was soll ich sagen, Mädels? Ja, da, ich bin ja sonst immer nett, ja, aber irgendwo manchmal muss ich auch an mich denken, ja. Einige seltene Male. So wie jetzt zum Beispiel. Ja. Eli ist verfrühstückt. Er kann den Kopf zumachen. Und wir kümmern uns hier um unsere Wurst. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die sind in jedem Fall durch. Und danach wird es dann ein Ei geben. Ja. Ja, schönes Ding. Da sind wir im Zelt. Es ist 23.10 Uhr. Und wir haben... Jetzt im Zelt sind schon wieder 9 Grad. Ja. Eben draußen 6 Grad gehabt. Ich weiß nicht, warum mir das so warm vorkam. Ich hätte fast geschwört, es waren 10 oder so. Ja. Keine Ahnung. Also ich jetzt ohne Mist, ich hätte fast meine Jacke ausgezogen beim Essen. Aber schon vorm Essen. Total Wahnsinn, ne? Dass die innere Freude ist. Das kann natürlich sein, ne? Das müssten wir, also wenn ich jetzt nicht so arm dran wäre hier mit meinem Datenstrom und sparsamen Energie, würde ich das gleich mal nach
recherchieren. Möglicherweise ist da was dran, ja? Dass sich der Gefühlszustand auf den auf die gefühlte Temperatur, ja? Wisst ihr, was ich meine, ja? Das erscheint mir irgendwie plausibel. Da könnt ihr mal sehen, ne? Man weiß es nicht. Ja. Naja, jetzt ist es deutlich frischer geworden. Ich habe die Schweinswurst gegessen. Ja, und ich habe auch nur die Wurst gegessen. Ich habe es mit den Eiern wieder nicht geschafft. Ich habe eine Wurst habe ich Eli gegeben. Ja, also jedes von allen drei Würsten immer jeweils die Enden. Das entspricht ja einer ganzen Wurst. Und dann reichte mir auch schon. Und einen Muffin habe ich noch gegessen. Den Apfelmuffin. Und ich habe, was soll ich sagen, Konservierungsmuffin. Das gibt's hier. Gut, lassen wir das. Ja. Und ihr hört ja schon hier, ne? Der Junge ist hier unter drei Decken eingeknubbelt. Ja. Seht ihr die kleinen Fußis? Die kleinen, oh, die sind aber richtig buschelig warm, die kleinen Fußis. Die wollen wir immer hier nicht dabei, ne? Der freut sich jetzt richtig, dass der Papa wieder mit ihm im Zelt ist. Ja, das hat er, durch die ganze Zeit gewartet, hat immer geguckt, ne, und kaum, dass ich dann reinkam, da hat er sich dann hingelegt und ist eingeschlafen sofort. Ja. Das ist ja nicht, dass er uns ja nachher erstickt unter dem, oh nee, da ist eine kleine Nase, guckt hier raus. Den lassen wir auch mal in Ruhe schlafen, ne? Sonst fängt er jetzt nicht an zu pupen. Ja. Ihr merkt auch schon, ich belasse es hier beim grünen Licht. Ja, das ist mir, an diesem Standort sicherer in jedem Fall. Ja, es gibt so ein paar, hatte ich ja gesagt, ne? So ein paar Dinge muss ich für mich behalten, beziehungsweise bleiben auch meinen Tourteilnehmern vorbehalten, ja. Die Standorte. Es ist nicht jeder so umsichtig wie ich mit denen und es fällt sich nicht jeder so und wir wollen, dass das in Zukunft hier nochmal möglichst erhalten bleibt, ja. Gut. Was hätten wir sonst? Eigentlich, ach so, ja, genau, das wollte ich ja, Entschuldigung. Ich hatte mal mit dem Wetterbericht eben geschaut. Und ja, natürlich, sie sind sich nicht wieder ganz einig. Der deutsche Seite macht die Nummer wieder 3 Grad wärmer, als es tatsächlich ist, ja. Aber zumindest sind sich die schwedische und die deutsche in einer Sache einig, dass es ab nächster Woche, ja, wir haben ja jetzt heute Montag, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, heute war Montag, ja. Genau, dass es in einer Woche deutlich kälter sein soll. Und zwar nachts nur noch Frost, ja. Jetzt hatten wir nachts Frost ja maximal oben auf dem Berg. Und nächste Woche dann auch tagsüber nicht mehr über 3 Grad. Angeblich. Das heißt, diese Woche soll nochmal so relativ mild bleiben. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ja, das kann es meinetwegen auch länger. Das heißt, kommen wir da sehr nur entgegen. Ja, wobei, man muss natürlich vorsichtig sein. Der Same sagt sich da wieder Klimawandel. Ja, hat er mir ja gesagt, das gefällt ihm nicht, dass es wärmer wird und dass es hier weniger regnet. Was ist ein Leid zu anderen freut halt, ja. Naja, gut, also schauen wir mal. Ich könnte natürlich die nächsten 2 Wochen, wäre schon schön, wenn es nicht mehr regnen würde. Oder sagen wir es mal so, nur noch dann, wenn ich sage, jetzt darf es regnen, ja. Dann gucken wir mal. Ansonsten, oh, jetzt geht es ja richtig los mit dem Grunzen. Ansonsten, da es jetzt morgen früh wieder eine Tropfsteinfülle werden wird, bin mir ziemlich sicher, hatte ich mir überlegt, hätte ich jetzt auch eher drauf kommen müssen, hätte mal was sagen müssen, Mensch. Werde ich mir die Regenjacke einfach mit ins Zelt nehmen. Nein, jetzt ohne Mist und werde da meine Sachen mit abdecken. Ja, man könnte es jetzt auch alles in eine Plastiktüte stecken, aber das... die Regenjacke lässt sich, ich glaube, das ist, wisst ihr, was ich meine? Man kann auch eine kleine Plane nehmen und dann nur, weil ich die packe, Entschuldigung, weil ich meine Klamotten ja immer ans Fußende packe. Ich könnte jetzt auch ans Kopfende packen, ja, aber das macht den Kohl jetzt nicht großartig fett. Wobei, das ist eine gute Frage. Hier ist ja eigentlich die bessere Lüftung, ja, weil auf der Seite,
Ich packe sie gleich nochmal um. Ich hatte sie nämlich schon mal hier zu liegen, aber ich kann mich nicht mehr entsinnen, ob das jetzt ein spürbarer Unterschied ist. Aber wir werden das raustesten. Ich werde die Sachen gleich nochmal hier hinlegen. Jetzt kann ich es gerade nicht, weil hier liegt mein Telefon und mein Notizbuch und ich muss noch Instagram machen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch, deswegen hatte ich das hier mitgenommen, Tagebuch nachschreiben von den letzten Tagen. Ich bin einfach müde. Ich schaffe gerade noch ein paar Fotos irgendwie und dann werden wir es, ach, dann haben wir es auch schon wieder nach Mitternacht, ja. Das reicht ja auch, bin ich der Meinung. Und morgen freue ich mich dann schon riesig, ja. Vor Freude ist immer die schönste Freude, hoffen wir, dass es nicht die größte war. Ja, wir haben hier eine gute Stelle zum Brutzeln. Vielleicht werde ich morgen noch ein paar Meter umparken, dass ich wieder ein bisschen freier filmen kann. Ja, das kann natürlich durchaus sein. Das würde Sinn machen, ja. Und dann können wir aber hier jetzt mehr oder weniger bleiben. Ja. Und das Schöne ist, wir sind nahezu in Jokkmokk, so gut wie fast. Ja. Das heißt also, wenn wir damit durch sind, dann sollten wir es in jedem Fall schaffen, im Hellen uns mal ein bisschen die Kleinstadt unsicher zu machen. Ich spiele mit dem Gedanken, da so einen kleinen Spaziergang zu machen, in jedem Fall. Morgen soll der schönste Tag der Woche werden, ja? Angeblich 7 bis 8 Grad. Ja? Das wäre natürlich mit viel Sonne vor allen Dingen, angeblich. Ja? Das wäre natürlich, käme uns nur entgegen, ja, denn wahrscheinlich muss ich Ila überall anbinden, weil er dann vom 3 drauf, logischerweise. Aber wir wissen ja noch nicht, was uns der Tag da bringt, wollen wir nicht so weiter spinnen. In jedem Fall bin ich der Meinung, wir hatten heute einen ganz interessanten. Mir hat es sehr viel Freude bereitet, in jedem Fall. Ja, die Nummer mit, mit unserem Elch-Opa. Ja, ich werde in jedem Fall, also von ihm habe ich ja nicht die Nummer, aber von seinem Bruder. Und wenn wir es gegessen haben, werde ich in jedem Fall einen, entweder schicke ich ihm eine Nachricht oder ich rufe ihn sogar mal an. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, denn so wie es ja aussieht, bleiben die da noch länger hier wohnen, ja, und wahrscheinlich hat Elch Opa das hätte ich nämlich mal gerne mal in Erfahrung gebracht, aber leider war ja seine Frau, wenn man das so nennen darf, alles andere als also entweder touristenscheu, Deutschhasserin oder komplett gesellschaftsfremde Soziopathin. Dann findest du ja jetzt echt, also das fand ich schon ein bisschen krass, wisst ihr? Ich stehe da, die fahren mit dem Auto an mir vorbei, sie macht die Tür auf, sie fahren, dann macht sie ihm die Beifahrertür auf, dass er aussteigen kann langsam. Er gibt hier noch irgendwas mit zum Reingehen und dann rennt die sofort rein, praktisch an mir vorbei. Nicht mal einen Blick würde ich, nicht mal guten Tag gesagt, sofort rein. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mich gefreut hatte, oder weil ich erwartet hatte, dass ich ihm ein paar Fragen stellen kann, wisst ihr? Weil er hätte mir die ganz sicher gern beantwortet, aber ohne Dolmetscher ist das da schlecht, ja. Wenn man nicht gerade Sami spricht, ja. Einer der Nachteile mal wieder, ja. Ja, ich wollte fragen, wie sich das hier so verhält mit den Grundstücksverhältnissen, so hätte mich schon mal interessiert, ne? Was ihm so gehört, wie viel, weil er hatte dann kein kleines Anwesen gehabt, der hat auch kein kleines Haus, wenn man bedenkt, dass sie nur zu zweit darin wohnen, ist das für schwedische Verhältnisse schon ganz schön groß, möchte ich mal behaupten. Ja, man weiß nicht, was da noch für eine Familie mit dahinter hängt und so weiter. Ja, dann hätte ich sie natürlich gefragt, wie sie dazu kommt, so einen alten Greis zu heiraten. Ganz ehrlich, das schwingt immer so mit, ja, die weibliche Sicherheit, die sie dazu animieren, natürlich ältere Herren mit dickerer Brieftasche, wisst ihr, was ich meine? Ja, in dem Fall weiß ich nicht, ob die Brieftasche so dick ist oder ob es eventuell das Erbe ist, was da im Raum stehen könnte, ja, weil er hat ja gesagt, er hat da oben Rentiere, demzufolge dürfte er ja wahrscheinlich auch so eine Art Pachtrecht oder Land haben, ja, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Und da ist ja natürlich die Gier auch nicht fern, wenn irgendwo besetzt ist. Ja, leider immer so. Ja. Ansonsten fragen wir sich natürlich, wie er zu dem Glück kommt. Ja, aber gut, das, ne, man könnte ja auch anders sagen, wo die Liebe hinfällt. Ja, wollen wir mal optimistisch sein in der rosaroten Brille. Ja, das hat leider nicht funktioniert. Ja, weil sie war jetzt
war jetzt nicht so irgendwie drauf, ja. Das war das Einzige, aber sonst, er war ja ganz, ne, also viel reden sie nicht, aber wenn, dann, hatte ich ja gesagt, zählen die Taten und das passt sie ja. Ja, alles klar, schönes Ding, ne. Sonst fällt mir jetzt eigentlich so gar nichts mehr ein. Ne? Das ist völlig ungewöhnlich, sonst quatsche ich immer noch so viel. Aber ich muss die Ereignisse erstmal verarbeiten. Hoffe, dass mir hier kein Unglücksherr morgen den Elch vom Dach pickt. Da, wie gesagt, liegt alles, was ich eingekauft habe, draußen auf dem Dach. Ja, wegen der Temperatur, weil ich das so kühl wie möglich haben möchte. Ja. Und dann sind wir gespannt. Wollen wir morgen aufstehen? Und vor allen Dingen, wie lange der mich hier schlafen, wie oft der mich nachts wach macht, ist ja noch viel interessanter, ja. Ich werde ihn jetzt gleich erstmal richtig durchpummeln. Das hat er definitiv vermisst, ja. Das ist jetzt ein bisschen vernachlässigt in den letzten zwei Nächten, ja. Auf dahin wünsche ich, dass euch niemand vernachlässigt und dass ihr möglichst jemanden bei euch habt, der euch nicht wegen des Besitzes sehr gern hat, sondern auch so. Ne? Dann wünsche ich eine gute Nacht.